Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Acholos. In Chroniken von Mutana, Acholos. Ich habe gerade mal wieder ein Problem. Und zwar, das hatte ich ja in irgendeinem Stream schon mal. Da habe ich ja einmal mein Spiel ist abgestürzt, da habe ich es neu gestartet. Und Acholos wird mir nicht richtig angezeigt. Also es wird irgendwie viel größer angezeigt auf meinem Hauptmonitor und geht auf den anderen Monitor über. Und das habe ich jetzt die ganze Zeit. Wenn ich dann zum Beispiel bei der Resolution hier bei den Einstellungen von dem Renderer das versuche umzustellen, ne? So wie jetzt, ich habe es gerade umgestellt, jetzt, dann ist es halt für euch, also bei OBS sieht das normal aus, aber bei mir ist das total gecroppt und es ist so unscharf. Und bei OBS wird es bei euch richtig angezeigt, aber mir nicht. Und wenn ich jetzt das Spiel nochmal ausmache, ne, also nicht wundern, ist gerade schwarz, ich versuche es dann neu zu starten, es wird einfach nicht richtig angezeigt. Es geht immer auf den zweiten Monitor über. Hatte jemand schon mal so ein Problem? Ich hatte das also, ich kenne das gar nicht, ne? Und die Sache ist, wenn ich es im Fenstermodus starte, ich kann ja hier zum Beispiel den, bei Video den Fenstermodus einstellen. Außerdem ist jetzt hier gerade alles wieder resettet. Wieso wurde das auch wieder resettet hier? Verstehe ich nicht. Also wenn ich jetzt hier den Fenstermodus reinmache, dann das Spiel neu starte, dann habe ich auch wieder das gleiche Problem, dass das wieder so gecroppt aussieht, ne? Ja, ja, alle anderen Spiele Angst, die werden ja richtig gescheit. Jetzt geht's. Nee, obwohl, jetzt habe ich wieder das Problem, dass es gecroppt ist. Also bei euch sieht es richtig aus, bei mir aber nicht, weil wenn ich jetzt ins Spiel reingehe, dann ist alles richtig unscharf. Ne? Also, ich verstehe nicht, ach, ich verstehe auch nicht, warum er das nicht speichert. Wieso speichert er diese Einstellungen nicht? Das ist immer so komisch, weil ich hatte gestern zum Beispiel das Problem ja auch nicht, ne? Ganz merkwürdig. Also, wenn ich bei meinen Anzeigeeinstellungen gucke, dann ist aber mein richtiger Monitor der erste Monitor, ne? Deswegen, das habe ich auch sonst bei keinem Spiel, auch sonst nie bei Gothic. Deswegen wundert mich das einfach, dass es bei Acholos kommt, ne? Nee, es funktioniert einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich kann auch mit dieser gecroppten Version spielen, dann ist es bei mir halt unscharf und sieht aus, als ob ich in einer niedrigeren Auflösung spiele. Aber eigentlich muss es doch dafür eine Lösung geben. Vor allem, ich kann auch nicht jetzt zum Beispiel mit irgendwie mit Windows und Enter oder so oder mit Steuerung Enter mein Spiel. Also man kann ja eigentlich aus dem Fenstermodus zum Beispiel raus und der reingehen, ne? Und das geht leider auch nicht. Und ich verstehe nicht, wie ich das Problem lösen kann. Sorry für die technischen Schwierigkeiten. Aber ich muss dafür jetzt mal gerade eine Lösung finden, weil das kann ja so nicht weitergehen hier. Vor allem gestern ging es einfach. Gestern wurde es einfach auch richtig angezeigt. Und das Problem ist, ihr kriegt es ja richtig angezeigt, aber ich kann so nicht spielen. Ich verstehe das nicht. Gerade weil es in einem Tag funktioniert und in anderen wieder nicht, ne? Und ich verstehe nicht, warum das nicht gespeichert wird. Das muss doch eigentlich auch gespeichert werden. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Wenn ich jetzt das so mache, dann wird es bei mir nicht richtig angezeigt, sondern das Bild wird gequetscht, weil es vorher größer angezeigt wurde, ne? Das ist über Steam, weil das. Und das Blöde ist, bei euch wird es richtig angezeigt, bei mir aber nicht.
Angst, ich guck mal, ob ich das da eingestellt habe. Was mich nur wundert, ist, dass es ja sonst nirgendwo passiert. Wenn das Problem eigentlich der Fall wäre, dass das da falsch angezeigt ist, dann... Naja. Bildschirm, mehrere Bildschirme. Also mein Hauptbildschirm ist klar. Diese Anzeigen erweitern. Ah, das ist gerade blöd. Ja, Angst, wenn das Problem häufiger auftreten würde, ja, dann hätten sicherlich schon mehrere Leute dazu was geschrieben. Aber ich habe das nur bei Acholos. Ja? Sonst nirgendwo. Und gestern hatte ich es ja nicht auf dem gleichen System. Ne? Nichts umgestellt. Das ist halt das Merkwürdige daran. Ne? Hallo übrigens an alle. Sorry für die technischen Schwierigkeiten. Und Faye, ich kann dir sofort deine Frage beantworten. Es ging gerade wahrscheinlich unter. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ich könnte halt spielen und dann mit der gekroppten Version quasi euch wird es ja richtig angezeigt, ne? Nur mir halt nicht. Ich frage mich nur mal, wo solche Probleme herkommen. Wie kann es einen Tag funktionieren und den anderen nicht? Das verstehe ich halt nie, wie sowas sein kann. Da wäre ich nie drauf schlau aus diesen Sachen. Also du hast das gleiche System, du hast nichts verändert. Das Spiel denkt sich aber einfach, yo, ne? Nö. Und ich verstehe immer noch nicht, warum das nicht beibehalten wird, egal wie ich das hier einstelle. Weil der Fenstermodus, der funktioniert auch nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt einmal... Nee. Das ist so merkwürdig. Jetzt kann ich irgendwie gar nicht mehr. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die Lösung sein soll. Welche Einstellung meinst du, Angst, die ich gerade geöffnet hatte? Meinst du hier den Renderer, die Einstellung oder was? Nee, Carsten, ich habe nichts abgeändert und ich hatte das ja auch schon mal. Unabhängig von dem Quiz gestern oder irgendwas, ich habe nichts umgestellt, nichts. Und ich habe ja gestern gestreamt, ne? Hast du parallel Discord am Laufen? Ja, aber das, ich wüsste auch nicht, was das für einen Unterschied machen sollte. Es ist immer so ärgerlich, wenn ein Problem herkommt, Wo du halt gar keinen Anhaltspunkt hast, woher das kommen kann, weil ich ja nichts umgestellt habe, ne? Und ihr seht ja mein Problem nicht, weil euch wird es richtig angezeigt. Ne? Das ist halt das Komische. Ach, ich weiß es nicht. Ne?
Ja. Es ist startet nicht mehr richtig. Naja, dann spielen wir jetzt einfach mit der gecroppten Version, beziehungsweise ihr kriegt es ja richtig angezeigt. Ihr kriegt das sowieso nicht mit, nur ich sehe es halt falsch. Dann sehe ich es halt falsch, dann ist es halt so. Ich will jetzt auch nicht streamen, ne? Ist halt ärgerlich für mich, aber was soll ich machen? Ja, Neustart hilft aber, glaube ich, da auch nicht, Mr. The. Weil für mich sieht es jetzt so aus, ne? Ihr kriegt es richtig angezeigt, für mich sieht es jetzt so aus, als hätte ich eine ganz niedrige Auflösung. Weil, ihr müsst euch vorstellen, meine Auflösung, die wurde ja viel größer dargestellt, ne? Und jetzt ist sie runtergecroppt auf dem Monitor und deswegen sieht jetzt alles richtig unscharf aus bei mir. Es sieht aus, als würde ich jetzt, weiß nicht, Gothic in seiner Urform auf einem alten Monitor spielen. So sieht es gerade bei mir aus, aber ihr seht es richtig. Und ich meine, das ist ja das Wichtige, ne? Naja, egal. Kannst du mir mehr über dich erzählen? Wir sind eine Untergruppe der Händlergilde Araxos. Wir kümmern uns um die Karten, die Organisation und ihre Läufer arbeiten für uns als Stadtführer. Eine einfache Partnerschaft, die sich um alle Neuankömmlinge kümmert. Zeig mir deine Karten. Du wirst in der ganzen Stadt keine so genauen Karten zu einem so günstigen Preis bekommen. Ja, das stimmt. Die Nostalgie-Vibes habe ich. Und vergiss nicht, unseren Stand zwischen der Kaserne und der Altstadt zu besuchen. Ja, das sieht jetzt richtig altbacken aus bei mir. Hat aber auch seinen gewissen Charme. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Alter, Clark haut direkt 5 Kanalmitgliedschaften raus. Clark, mein Lieber. Dankeschön. Ne? Das ist wirklich sehr freundlich von dir. Was muss ich tun, um mich der Stadtwache anzuschließen? Wenn du etwas vorhast, geh zur Kaserne und sprich mit Roderich. Er wird dir die Einzelheiten erklären und wenn du die Voraussetzungen erfüllst, wird er dich in die Miliz aufnehmen. Faye, was war denn die Frage überhaupt? Du hast vorhin eine Frage gestellt, aber ich war hier ganz halt abgelenkt, weil teilweise habe ich den Chat gar nicht gesehen, weil, wie gesagt, mein Spiel ja den Chat überdeckt hat und so. Gibt anscheinend Probleme mit der DirectX 11 in Kombination mit dem Renderer? Eigentlich nicht. Ich habe das ja sonst nirgendwo. Ne? Das ist ja das Komische. Was kannst du mir über die Stadtwache erzählen? Wir haben in letzter Zeit einen schlechten Ruf, aber wie es so oft ist, hat das nicht allzu viel mit Realität zu tun. Die meisten der Wachen sind fleißige Kerle, nur manchmal bekommen sie Aufgaben, die ihre Fähigkeiten übersteigen. Das Witzige ist, Angst, es hat ja ganz Zeit funktioniert, dann habe ich einmal mein Spiel, ist abgestürzt wegen irgendwas, dann habe ich es neu gestartet, dann hatte ich das Problem, das habe ich auch in irgendeinem Stream dann erzählt, und dann auf einmal, jetzt heute, wieder. Aber erst ging es ja wieder. Und ich weiß nicht. Ich meine, jetzt das Blöde ist ja auch, ihr könnt das Problem nicht sehen, weil bei euch es richtig angezeigt wird. Aber es ist ja die Hauptsache, ne? Dann spiele ich heute den Retro-Modus und hoffentlich kriege ich irgendwie heute Abend oder morgen dann eine Lösung. Na, die Leute, Faye, die übertreiben total. Ich habe früher viel im Fitnessstudio trainiert, aber ich war nie ein richtiger Muskelberg. Ich war mal gut trainiert, ne? Ich hatte eine gute Form. Aber ich war jetzt nie ein übertriebener Schrank, so quasi, dass du sagen würdest, boah, der stofft aber oder so, ne? So. Sondern ich war einfach gut trainiert und jetzt mache ich aber seit Jahren, weil ich krank geworden bin, nur noch Homeworkouts und so ein bisschen Training. Ich bin vielleicht jetzt noch breiter als der Normalo, aber ich bin jetzt kein, ne, ich steche nicht aus der Masse da in irgendeiner Form heraus, ne? Ja, also so ein Mr. Universum war ich nie. Ich habe was anderes gehört. Er hat was anderes gehört, ja. Ach ja. Man erzählt sich ja so einiges. Junge, komm her, schnell! Hattest du was Ernstes? Ja, über die Krankheit möchte ich jetzt hier nicht großartig reden. Ich bin chronisch krank geworden und konnte einfach nicht mehr so stark trainieren, wie ich es früher gemacht habe, ne? Was ist denn? Du musst bestätigen, dass mein Gegner betrogen hat. Selbst der größte Ignorant weiß, dass die Dame keinen Läufer schlagen kann.
Du wirst hier vor allen Leuten bezeugen, dass Leon ein gemeiner Betrüger ist. Was? Wovon redest du? Schach, natürlich. Worum sollte es sonst gehen? Warte, du hast keine Ahnung von diesem Spiel, oder? Ihr Götter, diese Generation ist verloren. Warum mache ich mir überhaupt noch Illusionen? Wenn das so ist, dann gehe ich jetzt lieber. Ich will dich nicht weiter deprimieren. Auf Wiedersehen. Halt! Ich habe eine Aufgabe für dich, mit der selbst jemand von deinem Format rumgehen können sollte. Ich verspreche dir, dass du es nicht bereuen wirst. Schließlich bekommt nicht jeder im Leben die Chance, mit Kuno, einem bescheidenen Edelmann im Dienste des Volkes von Acholos, zu arbeiten. So, so, der Edelmann also. Ein Edelmann? Der im Dienste des Königs handelt? Was? Ich würde nicht einmal 5 Minuten meiner kostbaren Zeit für diesen Rüpel opfern. Ich unterstütze eine Sache, die älter ist als wir alle, die einzige Sache, die Aufmerksamkeit und Respekt verdient. Klingt faszinierend. Was ist das für eine Sache? Ulix Fall. Acholos hätte sich längst vom Königreich trennen und eine eigene politische Einheit werden sollen. Es war Roba, der uns in den Krieg mit den Orks hineingezogen hat. Er war es, der uns Ärger eingebracht hat. Pfui. Sag mir. Was hältst du von Roba den Zweiten? Dieser Verlierer? Sein Wort hat schon lange keine Bedeutung mehr. Die wahre Macht im Königreich liegt jetzt bei den Hofschanzen. Sie diktieren ihm, was er zu tun hat, und er setzt alles gehorsam in die Tat um. Es würde mich nicht wundern, wenn Roba in Wirklichkeit schon lange tot ist. Das würde auch diese Reihe von katastrophalen Entscheidungen erklären. Zum Beispiel die Idee der Minenkolonie. Nur ein Verrückter könnte sich das ausdenken. Warum so viele Ressourcen dafür ausgeben? Nur für ein paar Schilde und Schwerter aus magischem Erz. Hast du keine Angst, so offen darüber zu sprechen? Irgendjemand muss es ja tun. Außerdem bin ich in dieser Gegend berühmt. Berühmt und reich, und es ist nicht leicht, Leute wie mich zum Schweigen zu bringen. Was hältst du von Ulrik? Seine Exzellenz Ulrik, Herr des Wolfsbaus, ist ein direkter Nachfahre des legendären Herrschers der Insel, Wolfzack. Er ist derjenige, der hier herrschen sollte, nicht die Festlandbewohner. Ich verwende all meine Zeit und Kraft darauf, ihn wieder an die Macht zu bringen. Bislang mit wenig Erfolg. Es ist nicht meine Schuld, dass die Leute die Grundregeln der Politik nicht verstehen. Diese Stümper des Königs Beamten werden niemals freiwillig ihre Macht abgeben, dafür sitzen sie zu bequem am Trog. Alles, wovon ich schon vor Jahren gesprochen habe, erfüllt sich jetzt auf den Punkt. Der König führt wahnsinnige Edikte und Dekrete ein, erhöht die Steuern, beschlagnahmt Handelsschiffe und hat uns in einen Krieg mit Orks hineingezogen, der eine Flüchtlingswelle über die Insel schiebt. Erst jetzt sehen die Leute, dass ich recht hatte. Ich hatte recht. Die Obrigkeit sollte die Kontrolle über die Insel so schnell wie möglich an Ulrik übergeben. Er würde hier mit harter Hand für Ordnung sorgen. Ich finde es sehr interessant, dass hier aber auch auf die Minenkolonie eingegangen wird, auf König Roba, und auch, dass solche Leute sich hier Gedanken darüber machen, ob der Plan mit der Barriere, beziehungsweise der Barrierenplan, der ist ja noch gar nicht offen, sondern erstmal die Strafkolonie, ob das Sinn macht für Erz, ne? Diese ganze, die ganzen Sträflinge dahin zu schicken und so. Was soll ich also für dich tun? Dieser Scharlatan Leon prallt damit, dass er mich besiegt hat, aber er hat geschummelt, ich schwöre es. Ich kann es leicht mit Hilfe des Handbuchs Schachlehren beweisen, in dem alle Regeln dieses wunderbaren Spiels niedergeschrieben sind. Du musst verstehen, junger Mann, dass Lügner wie eine harte Strafe verdienen. Die ganze Gesellschaft wird davon profitieren. So viel Ärger wegen eines dummen Spiels? Dummes Spiel nennt er das. Aber es geht ja nicht einmal um Schach selbst. Weißt du, wenn wir spielen, reden wir über Politik. Wir haben einen Handel. Der Gewinner jedes Spiels ist der Gewinner unserer Debatten. Und die heutige ist zu wichtig, als dass ich sie aufgeben könnte. Wir müssen uns über die Bezahlung unterhalten. Natürlich. Ihr Jugendlichen macht nichts umsonst. Junge, ich bin ein einflussreicher Mann. Und ich kann eine Menge für dich tun, solange du auf der richtigen Seite stehst. Ist dein Einfluss mit einem dicken Goldbeutel verbunden? Ich hätte mir denken können, dass du Gold willst. Na gut, ich zahle, aber du musst dich beeilen. Nee, ich glaube, Waldis selber kann man nicht Schach spielen.
Und Gaming, ich stimme dir zu, Teilwahrheiten sind da immer mit drin, ne? Und auch Clark, auch dir stimme ich zu. Also Acholos ist für mich auch das Nonplusultra, wenn es um Gothic Mods geht. Im Gesamtpaket, ne? Es gibt gameplay-technisch wahrscheinlich die ein oder andere Mod, die da noch in gewissen Teilaspekten die Nase vorn hat, aber im Gesamtpaket finde ich Acholos großartig. Und hallo Ari, hallo auch an alle anderen, ne? Wir hatten ja am Anfang ein bisschen technische Schwierigkeiten. Also ich habe sie immer noch, ihr habt sie nicht. Ich wünschte, ihr könntet sehen, wie das gerade bei mir aussieht. Das sieht sehr witzig aus. Worüber habt ihr diskutiert? Das tut nichts zur Sache. Wo sollte ich nach diesem Buch suchen? Ich weiß es nicht. Frag die Händler oder jemanden, der sich auskennt. Los, los, verschwende keine Zeit. In der Zwischenzeit gehe ich mir etwas zu essen kaufen. Ich bin hungrig von all diesen Diskussionen. So. Ich bin überrascht, dass du diesem Idioten so lange zuhören konntest. Ich nehme an, du willst etwas von mir. Kuno sagt, du hast geschummelt. Armer Kerl. Es ist ihm nie leicht gefallen, eine Niederlage zu akzeptieren. Kannst du mir erklären, was meine schreckliche Täuschung war? Ich hab gerade da gar nicht aufgepasst hier, ne? Muss ich sagen. Der Läufer kann die Dame nicht schlagen. Das ist interessant. Spielst du oft? Ich kenne nicht einmal die Grundregeln dieses Spiels. Typisch für junge Leute, aber ich habe mich dir noch nicht vorgestellt, oder? Mein Name ist Leon und ich bin ein bescheidener Kaufmann. Aber zurück zum Schach, die Dame kann natürlich den Läufer schlagen, genauso wie der Läufer die Dame schlagen kann. Jeder Bauer und jede Figur kann sich gegenseitig schlagen. Die einzige Ausnahme ist der König. Ja. Kuno hat mir von euren Diskussionen erzählt. Nimmst du sie auch so ernst? Weißt du, Kuno hält sich für einen prominenten Politiker und eine wichtige Figur in der Stadt. Ich würde seine Ansichten und seine Herangehensweise als ziemlich extrem bezeichnen. Und du, interessierst du dich für Politik? Die Sprachausgabe ist noch auf Basis von TTS, ja, 1 Punkt. Ja, und Garkash, in der Vergangenheit habe ich mal hier und da das ein oder andere MMO gespielt, aber in der Regel eher weniger. Ja. Ich interessiere mich nicht für Politik. Wirklich? Du interessierst dich also nicht um die Gesetze, die erlassen werden, um die Menge der Ernte, die du als Tribut an den König zahlen musst, oder um die Tatsache, dass du die Tore der Altstadt nicht passieren kannst, ohne die entsprechenden Papiere zu erhalten? Politik, mein Lieber, betrifft uns alle, ob wir es wollen oder nicht, also lohnt es sich, sich dafür zu interessieren. Kuno will, dass ich deinen Betrug beweise. Er bat mich, das Buch Schachlehre mitzubringen, in dem angeblich alle Regeln des Spiels niedergeschrieben sind. Ausgezeichnet. Bring es ihm bitte. Du kannst auch mein Exemplar nehmen. Aber nein, warte, ich habe es kürzlich verloren. Naja. Weißt du, wer noch ein Exemplar haben könnte? Meistens die, die mit uns spielen. Das Problem ist, dass die in der Altstadt wohnen, zu der du keinen Zugang hast. An deiner Stelle würde ich mich bei den Wassermagiern in der Stadt umsehen. Sie haben eine große Sammlung. Achso, NK, der hat eben eine Fackel gehalten, der Marvin. Und die ist ausgebrannt und deswegen hält er jetzt einfach die Faust so hoch. Warum ist es dir so wichtig, dass Kuno es bekommt? Weil er sich blamieren wird, wie er es immer tut. Kuno hält sich für einen wichtigen Darsteller auf der politischen Bühne, während er in Wirklichkeit von den meisten als Lachnummer der Stadt angesehen wird. Wie viele Petitionen und Reformvorschläge hat er geschrieben? Alle davon sind absurd oder schlichtweg dumm. Ulrich schämt sich wahrscheinlich, dass jemand wie er versucht, seine Interessen zu vertreten. Das Problem ist, dass Kuno versprochen hat, mich für meine Hilfe zu bezahlen. Wenn das so ist, zahle ich dir mehr. Es wird mir nicht schwerfallen, einen Mann zu überbieten, der seit langem vom Erbe seiner Mutter lebt. Okay, ich bin gleich wieder da. In diesem Fall, viel Glück. Moin übrigens an alle. Okay. Ich würde aber gerne irgendwo schlafen gehen. Kann ich hier irgendwo pennen? Was hast du hier zu suchen? Darf ich hier schlafen? Steh mal auf. Was hast du hier zu suchen? Raus! Kluges Kerlchen.
Hat er gerade klüges Kerlchen gesagt? Na bitte, geht doch. Oh, darf ich dieses Bier an mich nehmen? Ja, in Kay, die Sache mit Ulrich, die ist so mehr oder weniger ja geskriptet, ne? Deswegen. Warte mal. Lass uns handeln. Himbeergeist. Das nehme ich. Warte mal. Lass uns handeln. Oh, ich brauche eigentlich Dietriche. Deswegen kaufe ich die mal. Ich habe nicht mehr so viele. Verstehe. Süßer Alkohol mit einer rubinroten Farbe. Es ist sehr leicht, viel davon zu trinken. Achso, das war ja einer von denen. Was machst du? Ich handle oder denke darüber nach, wie man den Handel verbessern kann. Mein Name ist Elite und du wirst in der Stadt keinen besseren Händler als mich finden. Zeig mir deine Ware. Der hat auch noch Dietriche. Ich kaufe die auch mal. Hört, ihr Einwohner von Acholos. Auf ausdrücklichen Befehl des ehrenwerten Statthalters Morris wird hiermit Folgendes verkündet. Auf königlichen Befehl ist jeder Eigentümer von Booten oder Schiffen jeglicher Größe dazu verpflichtet, sich bei der Stadtverwaltung zu melden. Alles hochseetaugliches Eigentum muss registriert werden, damit es im Falle eines Falles von der Obrigkeit zur Verteidigung der Insel beschlagnahmt werden kann. Für jedes beschlagnahmte Boot wird eine angemessene Entschädigung gezahlt und es wird nach Beendigung der Nutzung dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Bei Registrierungsversäumnis eines Bootes wird das Königreich von Myrtana vollen Besitz ergreifen und eine Strafe gegen den Besitzer verhängen. Boxner, freut mich, dass es gut ankommt, aber der Stream, der geht leider heute auch nur bis 18.30 Uhr, weil ich heute Abend wieder weg muss. Aber morgen können wir dann einen längeren Stream machen. Da kann ich auch um 15 Uhr anfangen, aber dann können wir gerne bis 8 machen. Ne? Mit dem Herold darf ich leider nicht sprechen. Und Lord Nykon, du kannst deine Beschwerde gerne an rpgkurga@gmail.com richten. Grüße gehen raus an Kurga, falls er das zufällig hört. Lass uns handeln. Hört, ihr Einwohner von Acholos, auf ausdrücklichen Befehl des ehrenwerten Statthalters Morris wird hiermit Folgendes verkündet. Du? Sag mir auf nicht, dass du den Namen Amar noch nie gehört hast. Ich bin der ehrlichste Händler in der ganzen Stadt. Du wirst mit niemandem so gut auskommen wie mit mir. Alles hochseetaugliches Eigentum muss registriert werden, damit es im Falle eines Falles von der Obrigkeit zur Verteidigung der Insel beschlagnahmt werden kann. Für jedes Boah, der Herold soll dir das Maul halten. Und es wird nach Beendigung der Nutzung immer diese Herolde. Besitzer zurückgegeben. Bei Registrierungsversäumnis eines Bootes wird das Königreich von Myrtana vollen Besitz ergreifen und eine Strafe gegen den Besitzer verhängen. Zauberer, weißt du, worüber ich mich gestern am meisten aufgeregt habe beim Quiz? Dass ich einfach Edgor und Engrom vertauscht habe und Malet und Malak. Ich meine, dass die auch beide Schafhirten sein müssen, beide mit M anfangen und sich auch noch ähnlich sehen. Aber ich hätte noch mehr Punkte haben können. Und hallo Q-Bear. Hey, bist du ein Jäger? Die Lederrüstung spricht für sich. Hast du keine Angst vor der Wildnis? Wildnis? Der Hafen ist eine echte Wildnis. Ich bin dort als Waisenkind aufgewachsen. Ich weiß also, wovon ich spreche. Im Vergleich zum Hafen ist das Leben hier glücklich und sorglos. Zum Glück konnte ich eine anständige Arbeit finden und dort rauskommen. Ich muss den Herold töten, es tut mir leid. Steck die Waffe weg. Steck die Waffe weg. Na bitte, geht doch. Herold? Steck die Waffe weg. Ich will mich in Ruhe unterhalten hier. So, perfekt. Jetzt wird der Herold, glaube ich, nicht labern. Und hallo Lars, hallo Kerstin, hallo auch an alle anderen. Herr Jorgenson, falls du in Dolina Zombie mehr als ein Buch der Erfahrung auf einmal liest, werden mehrere aus deinem Inventar entfernt und du bekommst nur einmal die XP. Fluffy, das hatte ich bisher noch nicht, aber danke für die Warnung. Bisher habe ich die einfach immer direkt gelesen, ne?
Und ja. Ja, NK, das stört mich auch manchmal, wenn im Hintergrund die Leute halt so labern, wie der Herold, weil die sind auch so laut und man kann sich dann gar nicht so gut konzentrieren, ne? Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Aber sicher. Erste Lektion, denke daran. Können ist der Schlüssel, aber genauso wichtig ist die Waffe, mit der du schießt. Selbst der beste Schütze ist mit einem fehlerhaften Bogen oder einer fehlerhaften Armbrust hilflos. Wenn du soweit bist, sag mir Bescheid, dann bringe ich dir die Grundlagen des Häutens von Tieren bei. Wenn ich denke, dass du es verstanden hast, zeige ich dir auch, wie du ihre Zähne und Krallen ausziehst. Und übrigens, gute Frage, Zauberer, ne? Die mit dem Bein der Fleischschwanz. Das war mir echt nicht bewusst, da musste ich wirklich raten. Weil, weißt du, man sieht die immer, aber man achtet gar nicht so auf die Beinchen. Wo kann ich gute Jagdausrüstung bekommen? Wenn dir Fridas Angebot nicht zusagt, kannst du es bei Nirka versuchen. Er jagt nicht mehr, aber ich bin sicher, er findet etwas Gutes zum Verkauf. Ihr Einwohner von Acholos, als letzter Ausweg bleiben dir noch die Marktplatzhändler, aber da würde ich nichts Hochwertiges erwarten. Auf königlichen Befehl ist jeder Eigentümer von Booten oder Schiffen jeglicher Größe dazu verpflichtet, sich bei der Stadtverwaltung zu melden. Das Nein, er ist unbesiegbar! Warum darf ich den Herold nicht töten? Schade. Ich hätte den Herold umgebracht, ne? Ich hätte ihn aus der Stadt gelockt. Ich will mich doch nur unterhalten. Hey du. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Na, immerhin. Hey, ich bin Frieda. Wenn du Felle oder Fernkampfwaffen brauchst, bist du bei mir genau richtig. Das ist ein Spoiler-Gaming. Spoiler sind nicht erlaubt. Besonders nicht bei Acholos. Wie bist du zum Handel gekommen? Ich habe alles von meinem Mann gelernt. Ich arbeitete an seiner Seite, bis der König ihn in den Dienst rief. Daraufhin beschloss ich mich in seiner Abwesenheit selbst um das Geschäft zu kümmern. Schließlich ist es besser, das Geschäft deiner Frau zu überlassen als einem Fremden. Am Anfang war es nicht einfach. Aber über die Jahre habe ich seine Methoden übernommen und etwas an Erfahrung gewonnen. Da ich selbst nur die Grundlagen der Jagd beherrsche, musste ich befreundeten Jägern gute Preise für ihre Dienste anbieten und mich selbst auf den Handel beschränken. Mein Geschäft hat die Händler überlebt, die mich zuvor aufgezockt haben. Du musst dich gut in diesem Metier auskennen. Ich verdanke meinen Erfolg guten Geschäften mit befreundeten Jägern und meiner Ehrlichkeit. Die Kunden schätzen gute Qualität zu einem guten Preis und die Lieferanten schätzen es, dass ich sie nicht übers Ohr haue. Ja, Jan, ich war oben im Vulkan. Ich habe gestern die gleiche Frage auch in den Chat gestellt. Würdest du auch Trophäen von mir kaufen? Natürlich. Allerdings nur, wenn es sich um qualitativ hochwertige Häute und Felle handelt. Ich zahle dir mehr für sie als alle anderen auf dem Markt. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Hast du Arbeit für mich? Kannst du jagen? Ich verstehe etwas von der Jagd. Gut, ich habe in letzter Zeit viele Bestellungen erhalten und Alan kommt mir der Lieferung der Felle einfach nicht hinterher. Wenn du ihm bei seiner Arbeit hilfst, werde ich dich gerne belohnen. Mhm. Lass uns handeln. Weiterhin erinnern wir daran, dass alle Verurteilten mit Kerkerstrafen von mehr als 5 Jahren ihre Strafe lindern. Also ich habe mich, also ich weiß nicht, ob man da so hoch kann, Weltraumbummler, aber ich habe mich dahin gecheatet und da entdeckst du auf jeden Fall schöne Sachen. So, erstmal hier alles plündern. Nur wenn ihr gerade diesen Retro-Look hier sehen könntet bei mir, ne? Das sieht so wild aus. Sieht einfach aus, als würde man... Weiß nicht, wie man Gothic 1 aus der Kindheit kennt. So sieht gerade meine Auflösung hier aus. Ja, Osat, wenn du die Mod noch nicht gespielt hast, dann kann ich sie dir auf jeden Fall empfehlen. Die ist sehr hochwertig gemacht. Oh, das kann sein, Zauberer. Der Vulkan, da können wir uns ja, wenn wir Acholos durchhaben, mal hincheaten. Das ist wirklich, das killt jeden Rechner.
Die Flora der Insel Acholos ist wirklich verblüffend. Viele Pflanzen haben aufgrund ihrer Größe und der wechselhaften Winde Samen entwickelt, die den Verdauungstrakt ihrer Fressfeinde überstehen und sich so auf der Insel verteilen. Die Eigenschaften der Samen sind denen der reifen Pflanzen ähnlich, aber nur dann, wenn die Verdauung des Tieres bereits begonnen hat. Jeder erfahrene Alchemist weiß, wie man sie extrahiert. Aber auch der, der die Kunst des Brauens nicht studiert hat, kann es flugs lernen. Gleichwohl sind die Samen für diejenigen von geringem Nutzen, die keine Tränke aus ihnen herzustellen vermögen. Der umherziehende Abenteurer hat natürlich nicht die Zeit, sich über Wochen um die sprießenden Pflanzen zu kümmern. In diesem Fall ist es am besten, wenn er sie verkauft. Einige Tierarten mögen bestimmte Pflanzen besonders gern. Diese wären Scavenger, Feldknöterich, Ratten, Heilpflanzen, Goblins, Heilkraut, Feld- und Waldräuber, Heilwurzeln, Mole Rats, Feuernesseln, Keiler, Feuerkraut, Lurker, Feuerwurzeln und Blutfliegen, Blauflieder. Wer bist du? Denk nach, Junge. Hier liegen überall Papiere, Kräuter und Tränke rum. Wer könnte ich sein? Ein Alchemist, natürlich. Mein Name ist Herschlick, wenn wir schon bei den Details sind. Müssen wir auch einmal mit dem Stream machen? Am besten bei GB von Gothic 1? Was meinst du, Mr. The? Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Und Utopia, vielen Dank. Dir auch viel Spaß, ne? Was gibt's Neues? Ich hörte dir nichts von Ramma zu kaufen. Es wird gemunkelt, dass diese Pfuscherin ihre Pflanzen regelmäßig einfärbt, um sie frischer aussehen zu lassen. Was hast du auf Lager? Alles, was ein andehender Alchemist braucht. Okay, der hat ja wirklich einiges. Das kennen wir schon. Das ist übrigens sehr cool, dass da steht bekannt. Moin Testo. Moin auch an alle anderen. Ihr Einwohner von Acholos. Auf ausdrücklichen Befehl des ehrenwerten Statthalters Maul. Frieda hat mir gesagt, ich soll dir beim Jagen helfen. Wie ich sehe, kennst du bereits die Grundlagen der Jagd. Lass uns Scavenger jagen gehen. Innerhalb von 2 Tagen in der Kaserne zu melden. Dort wird er eine Grundausbildung durchlaufen und das ungefähre Datum seiner Verlegung zu. Ja, Kerstin, bei Interesse kannst du dir ja den Stream immer angucken. Ne? Der ist ja nachträglich immer auf YouTube. Attacke! Da ist wieder eins von diesen Rechtsviecher. Weniger. Hauptsache, er ist sich selbst gerade ins Wort gefallen. Der ist ja voll der gute Schütze. Will auch jemanden töten. Sieh an, du machst dich gut. Du kriegst den Dreh raus. Warte, siehst du das? Sieht aus wie Fußspuren. Du hast recht. Sie sehen frisch aus. Lass uns nachsehen, wem sie gehören. Ja, Mr. The, ich wüsste gar nicht, wie ich das übertragen könnte. Weil die Anwendung, die ich ja ausgewählt habe, die bei OBS ausgewählt wird, die wird ja euch richtig angezeigt, ne? Und das, was auf meinem Bildschirm los ist, das seht ihr ja gar nicht genau. Oh, es ist ein Bär. Hau den Bär weg! Ich
Ah, shit, der hat mich getroffen. Moin, Everlight. Was geht ab? Verdammt, so nah an der Stadt und der arme Kerl endete trotzdem als Bärenfutter. Für heute habe ich genug Aufregung gehabt. Ich werde Frieda sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Ein bärenstarker Auftritt. Dankeschön. Alan, was machst du da? Kann ich hoch? Aber da kann ich nicht hoch. Ja, zumindest ist es kein Ork direkt vor der Stadt, ganz genau. Aber ich glaube, ein Ork ist ein geringeres Problem als ein Bär, oder? Oder meint ihr, ein Ork ist stärker als ein Bär? Da oben ist ja auch eine Hütte. Aber ich glaube, ich gehe erstmal gleich wieder zurück in die City. Ich glaube, so ein Ork kann easy einen Bär wegmachen, meinst du? So ein Bär ist schon stämmiger als ein Ork. Auch wenn Orks auch ziemlich groß und stark sind. Oh, dahin ist noch ein Bär. Meine, ich habe den Bär eben auch geschafft. Ich kann ihn dauerstunnen. Ich find's so geil, wie die Bären so sitzen. Die sehen so aus wie so dicke Plüschbären. Also ein Ork-Elite würde ich sagen, macht einen Bär platt, aber ein Ork-Krieger? 50-50. Ork wissen, was Bär denkt, ganz genau. Oh shit! Oh shit! Nein! Ah! Shit. Hab ich gespeichert? Ich hab nicht gespeichert, oder? Ich speichere nie. Schönes Bild aber. Ich hab ja doch gespeichert. Also. Mehr oder weniger. Okay, diese Waldskavenger sind gar nicht mal schwach, also zwei von denen. Vielleicht meide ich erstmal diese Hütte. Moin Beastwood, moin Xardas Bote. Ah, die Stadt ist wirklich riesig, aber sie ist halt so schön und glaubhaft aufgebaut. Ja. Entschuldigung, Herr Bär, sind Sie böse? Habe ich nicht eben ein bisschen mehr Schaden gemacht? Oder war das nur mein Kumpel? Shit, da habe ich eben den Fokus verloren. Ja gut, den Bär machen wir später. Ich wollte ihn schlagen, aber der Fokus war weg. Ich weiß nicht, Beshi, also wenn man sich einmal so in der Stadt zurechtfindet, ne, so einmal den Grundaufbau versteht, dann finde ich, dann geht das voll. Da habe ich schon schlimmere Städte gesehen. Also ich finde, Acholos hat so
vielleicht lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber Acholos hat schon eine der schönsten Städten, wie ich je in Videospielen gesehen habe. Eine Drachenwurzel. Ich würde gerne erstmal auf dieser Seite laufen. Außerdem lasse ich mich die ganze Zeit ablenken. Eigentlich wollte ich doch in die Stadt. Gaming Knowledge, da können wir ja dazu kommen, wenn wir soweit sind. Ne? Jetzt aktuell sind wir ja nicht bei irgendeiner Araxos-Mine. Außerdem weiß ich ja gar nicht, ob ich da reinkomme, wenn ich mich der Stadtwache anschließe, ne? Ja, und Beastwood, das Quiz, das war schon was, ne? Ich hab's ja eben schon mal erwähnt, mich wurmt es immer noch, dass ich Malak und Malet vertauscht habe. Aber wir wollen ja auch fair sein, ne? Also die Punkte hätten mir nicht zugestanden, aber eigentlich wäre meine Siegeszahl noch höher gewesen, ne? Dann wären wir über 8000 Punkte gekommen. Ja, wenn wir soweit sind, Gaming, dann könnt ihr auch gerne Tipps geben, ne? Wenn ich dann irgendwas sehe, was ich noch nicht entdeckt habe. Wie viele Kapitel hat Acholos? Ich glaube auch 6, David. Ich glaube auch 6. Oder nur 5? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Der Chat weiß es bestimmt. Der Chat weiß alles. Naja, gehen wir mal zur Jägerin zurück. Oh, darf ich hier eigentlich auch rein? In dieses Gebäude? Oder ist hier eigentlich noch irgendwas Cooles? Erstmal die Trauben zertreten. Den Trauben zermatschen. Ach genau, dieses Kapitel Zauberer, ne? Wo man die Insel dann verkaufen muss. Dach Stadtwachen, habt ihr mich nicht gesehen? Morsche leichte Armbrust. Warum habt ihr denn sowas hier bei euch? Schämt ihr euch denn nicht? Was meint ihr, ist die beste Mod für einen Dex-Charakter? Also wenn es dir um Gameplay geht, würde ich sagen Returning. Weil bei Returning skaliert Dex mit Dex-Waffen. Und du kannst Dex Zweihand und Einhand spielen. Ne? Es gibt da genug Waffen. Aber sonst zum Beispiel, ich habe Acholos auch als Dex-Charakter gespielt und hatte damit auch viel Spaß bei meinem ersten Mal. Dr. Dra, ich begrüße dich. Willkommen in der Runde. Hau bloß ab. Na gut. So, Bürger. Wer ist denn das hier? Bäcker. Hey du. Lass uns handeln. Bekannt, okay. Was muss ich tun, um ein Bürger der Stadt zu werden? Alle offiziellen Angelegenheiten werden von Matti erledigt. Seine Amtsstube befindet sich in der Straße, die vom Markt zum Kirchenviertel führt. Dra, wir gehen einfach mal davon aus, dass das schon klappt, ne? Wir drücken dir alle die Daumen. Was sollte ich über die Stadt wissen? Probier unbedingt mal das örtliche Badehaus aus. Danach wirst du dich wie neugeboren fühlen.
Und wenn du gleich danach Gerstland besuchst, hast du sicher keine Wünsche mehr. Was sollte ich über die Kanalisation wissen? Als ich abends nach Hause ging, sah ich eine Gruppe Obdachloser, die hinunter in die Kanalisation stieg. Vielleicht haben sie da eine Art Lager? Besser als von den Wachen verjagt zu werden. Corinnes weitere Minen für magisches Erz eröffnet. Wir ermutigen alle Minenarbeiter von Acholos, sowie jeden, der körperliche Arbeit... Oh, ist das nicht der Typ, bei dem ich das Bier kaufen konnte? Hallo, mein Name ist Thomas. Verdammt schon, du solltest doch die Krüge reinigen. Entschuldige, ich bin Thomas, der Bierbrauer. Und du bist? Marvin. Marvin, schöner Name. Was führt dich hierher, junger Mann? Bist du auch voller Leidenschaft für dieses herrliche Gebräu, welches mit seiner Fülle von Geschmackserlebnissen mehr begeistern kann als Wein? Ich wollte mich nur umsehen. Nur zu, das ist meine kleine Schenke. Hier gibt es tolles Bier. Ich persönlich empfehle das dunkle Paladin. Im Obergeschoss befindet sich unser Lager. Dort gibt es nichts Interessantes, aber wenn du Lust hast. Ich würde dir aber eher empfehlen, dich im Untergeschoss umzusehen. Dort braue ich all die tollen Sachen und verbringe die meiste Zeit meines Tages. Behalte das im Hinterkopf, wenn du mich in Zukunft aufsuchst. Du brauchst dein eigenes Bier? Ja, natürlich. Du kannst dir alles ansehen, wann immer du Lust hast. Geh zu Show, trink ein Bier, das erste geht auf mich. Hört, ihr Einwohner von Acholos. Kannst du mir etwas über das Bierbrauen erzählen? Klar, sehr gerne. Sag mir einfach, wenn dir langweilig wird. Ich kann nämlich ewig darüber reden. Es ist am besten, wenn wir in die Brauerei gehen. Dazu verpflichtet, sich bei der Stadtverwaltung zu melden. Alles hochsehen. Boah, der Herold regt mich so auf, ne? Damit es im Falle eines Falles von der Obrigkeit zur Verteidigung der Insel beschlagnahmt werden kann. Für jedes Beschlag bei Registrierungsversäumnis eines Bootes wird das Königreich von Myrtana vollen Besitz ergreifen und eine Strafe gegen den Besitzer verhängen. Die ganze Magie passiert hier in diesen Fässern. In dem auf der rechten Seite braue ich Bier. Normalerweise bekomme ich das Malz fertig, aber manchmal muss ich es selbst herstellen. Dann weiche ich die Körner ein, lasse sie keimen und trockne sie dann. Je nachdem, wie ich es mache, bekomme ich ein anderes Bier. Ich erzähle dir das nur vereinfacht, ich will dich nicht langweilen. Dann koche ich das eingemeischte Malz und gebe den Hopfen dazu. Das muss ein paar Stunden ziehen. Nachdem alles fertig ist, kühlt das Bier ab und ich gebe eine Prise Magie dazu. Das gebraute Bier muss einige Zeit im zweiten Bottich bleiben, um alle notwendigen Eigenschaften zu erhalten. Und das war's. Gieße es in ein Fass oder direkt in einen Krug und genieße es. Es ist ein bisschen kompliziert. Wird es immer gut? Nach meiner Meinung nicht. Aber ich bin mir selbst sehr kritisch gegenüber. Jedenfalls hat noch keiner mein Bier verschüttet, außer er war vielleicht betrunken. Wird hiermit Folgendes verkündet. Jeder taugliche... Jo, Baumbart, viel Spaß dir, ne? Und hallo, Dennis. Hat sich innerhalb von 2 Tagen in der Kasse... Was genau brauchst du hier? Wir konzentrieren uns derzeit auf 2 Bierstore. Schuh hilft mir manchmal, aber meistens arbeite ich allein, während er sich um den Betrieb der Schenke kümmert. Wir brauchen das dunkle Paladiner und Inselbohr. Von welchem soll ich dir erzählen? Gemeinsam werden wir die Orkplage bekämpfen und den Frieden im ganzen Königreich wiederherstellen. Boah, ich will den Herold umbringen. Also der Herold ist, glaube ich, das Schlimmste an Acholos. Nur der Herold an dieser Stelle, weil ich will mich mit den Leuten unterhalten und der Herold labert einfach. Wie kann der hier das aushalten? Und Fluffy, meine Lieblingsmod ist natürlich die Chroniken von Myrtana Acholos. Erzähl mir vom dunklen Paladiner. Ha, ich wusste, dass dich das interessieren würde. Dir gefällt der Name, was? Ich habe ihn dir selbst ausgedacht. Nun, das ist mein Stolz. Ich habe vor, die Welt mit diesem Bier zu erobern. Es geht dabei nicht um mich oder das Gold. Ich will, dass es die Welt erobert. Das ist es wirklich wert. Allerdings ist dieses Bier nicht für jeden geeignet. Es ist stark schwarz, fast wie Pech. Der Geschmack ist sehr intensiv, aber wenn du den ersten Schluck aushältst, es ist es einfach wert. Versuche, so viel wie möglich aus dem ersten Schluck herauszuholen und du wirst jeden weiteren Schluck genießen. Deshalb sage ich, dass dieses Bier nicht für jedermann ist. Manche Menschen wollen nur etwas trinken, um ihren Durst zu löschen oder etwas beschwipst zu werden. Bier für solche Menschen wird auch gebraucht. Du redest gern. Ha, das ist richtig. Ich könnte stundenlang über Bier reden. Dies ist mein Original.
Geheimrezept. Ich werde dir natürlich nicht alles verraten. Ich muss ja schließlich mein Geschäft aufrechterhalten. Ich habe eine Möglichkeit entdeckt, aus Weizen gewonnenes Malz zu rösten. Das verleiht dem Bier eine dunkle Farbe und einen reichhaltigen Geschmack. Was für ein Aroma das ist. Das Röstaroma riechst und schmeckst du auch. Trinke es langsam wie einen Wein, sodass es eine volle Wirkung entfalten kann. Ich sag dir was, wenn du einfach ein Bier trinken willst, nimm das Inselbräu. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber meine Empfehlung wäre jedoch eher das dunkle Paladin. Sorry, dass ich kurz innehalten musste, aber ich, also, hat es Konsequenzen, wenn wir den Herold mit Marvin umbringen? Hat es Konsequenzen? Wenn nicht, dann werden wir das gleich machen. Der Typ geht mir nämlich tierisch auf den Keks. Vielleicht ein anderes Mal. Ich habe jetzt keine Zeit. Hört, ihr Einwohner na gut. Von Acholos. Aber schau vorbei, wann immer du Zeit hast. Warte, geh noch nicht. Ich habe einen Vorschlag für dich und der ist heikel. Hör mir zu. Ich muss das dunkle Paladiner irgendwie bekannter machen. Die Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde, kommen wahrscheinlich nicht einfach zu mir zu Besuch. Also muss ich den ersten Schritt darauf hinweisen. Das ist meine Rolle dabei. Du wirst bei einigen der einflussreichsten Leute der Stadt meine Ware einpreisen. Was sagst du dazu? Ich werde nicht mit Gold knausern. Außerdem habe ich viele Verbindungen. Ich könnte dir bei einigen heiklen Angelegenheiten helfen, wenn du Probleme hast. Ich werde noch etwas darüber nachdenken. Gut, ich warte. Aber denk dran, Zeit ist Geld. Wir bringen den Herold jetzt um. Ich kann das nicht aushalten. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, wenn die durcheinander labern. Man kann sich gar nicht konzentrieren. Der Herold muss sterben. Ja, ich bin's. Ich glaube, das ist für alle angenehmer. Zerstörung gestiegen. Oh, ist mein Spiel abgestürzt? Nee. Oh, hört ihr das? Kein Herold mehr. Was genau brauchst du hier? Wir konzentrieren uns derzeit auf zwei Biersorten. Sho hilft mir manchmal, aber meistens arbeite ich allein, während er sich um den Betrieb der Schenke kümmert. Wir brauen das dunkle Paladiner und Inselbräu. Von welchen soll ich dir erzählen? Wie hast du das gemacht, Jorgenson? B, Marvin B, F2, Kill, Enter. Erzähl mir etwas über das Inselbräu. Gutes Bier. Einfach ein gutes Bier, gute Qualität aus dem besten Wasser und Weizenmalz, das mir unter die Finger gekommen ist. Für jede Gelegenheit geeignet. Zum Mittagessen, beim Zusammensitzen mit Freunden oder zum Abendessen. Einfach ein Bier für jedermann. Das sind die beliebtesten. Damit der Laden läuft, brauche ich so ein Produkt. Und warum wird es so genannt? Das ist eine interessante Geschichte. Diese Brauerei hieß früher so. Die Inselbrauerei. Ich wollte die früheren Besitzer auf diese Weise ehren. Nun, aber ich wollte dir noch etwas über das Bier erzählen. Ich habe etwas Hopfen zu dem Weizenmalz gegeben. Dadurch erhält das Bier eine milde Bitterkeit und einen interessanten Geschmack. Ein guter Durstlöscher. Ich versuche ihn stets kalt zu servieren. Es ist leicht trüb und steigt nicht so sehr in den Kopf. Ein Bier für jede Gelegenheit. Vielleicht ein anderes Mal. Ich habe jetzt keine Zeit. Ah, na gut. So. Ich habe es mir überlegt. Ich werde dir helfen. Das ist die richtige Einstellung. Ich wusste, dass du kein Narr bist. Hör zu. Warum nicht? Gutes Bier muss der Welt gezeigt werden. Ha, genau. Ich gebe dir 6 Flaschen. Was du damit machst, ist deine Sache. Aber sorge dafür, dass jeder der zukünftigen Kunden wenigstens eine zum Probieren bekommt. Und denk daran, dass der ein oder andere von ihnen vielleicht eine Flasche für später möchte. Also trink nicht alle. Ich verlange 100 Goldstücke pro Kiste. Das wirst du anbieten. Tiefer werde ich nicht gehen. Eine Kiste hat 20 Flaschen, falls du das nicht weißt. Du musst 5 Personen besuchen.
Die Gastwirte Gerstand und Helga, Lennart den Quartiermeister der Wache, Lada die Besitzerin des Bordells und Lorenzo den Vertreter der Händlergilde. Denke daran, immer eine Flasche dunkles Paladiner dabei zu haben. Anderenfalls brauchst du keinen von ihnen anzusprechen. Hast du irgendwelche Fragen zu einem von ihnen? Junge, das ist aber auch ein Quatschkopf. Ich glaube, ich schaffe das schon. Ne? Ich schaffe das schon. Na gut. Hör zu, ich mache mir vor allem Sorgen um Lorenzo und Gerstand. Du hast mir aber Bier gegeben, ne? Schau, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Lass uns handeln. Dunkles Paladiner, davon kaufe ich mir noch eins extra für den Jägersmann. Boah, ist das schön. Ist das schön, wenn es hier ruhig ist. Warte mal. Hast du etwas zu trinken? Hier, das ist für dich. Danke. Oh shit, Junge, pass auf. Hier darf ich alles mitnehmen einfach. Das ist ja nett. Das ist ja durchaus nett. Oh, erstmal in den Bierkessel springen. Vielleicht kriege ich dann Zauberkräfte wie Obelix. Dann bin ich immer betrunken. So. Komm, wir machen mal krasse Verhandlungen direkt bei Lorenzo. Obwohl, wir könnten auch mit ihr hier sprechen. Frieda. Ich war bei Alan. Alan hat schon erzählt, dass ihr mehr als nur Wölfe gejagt habt. Du hast einen Bären erlegt. Verdammt, du solltest wirklich Jäger werden. Du scheinst das entsprechende Talent dafür zu haben. Hier, ein paar Goldmünzen für dich. Was für Wölfe überhaupt? Wir waren doch Scavenger jagen. Alan, der Aufschneider. Was haben wir denn hier? Auktion in der Altstadt, das Museum, gefährliche Routen, Reise und Handel im Wolfsbau, Einschränkungen für die Kanalisation, Schürfer für das Minental gesucht, seltsame Steinobjekte. Ach du Scheiße, ist das viel. Warte mal, Steckbriefe waren da auch noch. Fetti, der kam einfach aus Dolina Zombie eben rüber hier. Ja, Lesestunde. Ach du Scheiße. Tollwütiger Keiler. Letzte Woche wurde Valerius Weingut von einer Rotte Keiler angegriffen, die sich über die Weinberge hermachte. Den Bauern gelang es, die meisten der Biester abzuwehren, doch eines von ihnen konnte trotz zahlreicher Verletzungen kommen. Für die Erledigung dieses verwundeten Tieres gibt es eine Belohnung von 100 Goldstücken, die bei Jäger Garus eingesammelt werden können. Die Einwohner von Silbach berichten, dass eine Leiche im Wasser in der Nähe der Lörkerküste gefunden wurde. Augenzeugen wollen Schreie gehört und einen Kampf gesehen haben. Doch als sie an der Stelle ankamen, entkam der Verbrecher. Der Mann, der das Verbrechen begangen hat, ist in eine Piratenrüstung gekleidet und wurde hinter dem Wasserfall in der Nähe der Lörkerküste gesichtet. Für denjenigen, der das Todesurteil über diesen Verbrecher vollstreckt, wird eine Belohnung von 150 Goldstücken ausgesetzt. Das Kopfgeld kann bei Stadtwache Octav eingelöst werden. Ah ja. Die Holzfäller aus der Gegend um den Wolfsbau warnen davor, die Straße zwischen ihrem Lager und Valerius Weingut alleine zu begehen. Es wurde ein Verrückter gesehen, der wiederholt Reisende angriff.
Für denjenigen, der das Todesurteil über diesen Verbrecher vollstreckt, wird eine Belohnung von 150 Gold ausgesetzt. Ja, okay, das ist immer noch das Gleiche. Der Satz. Händler, die zwischen der Stadt und Valerios Weingut unterwegs waren, bemerkten eine wachsende Population von Mole Rats, die immer aggressiver wurden. Reisende berichten, dass unter diesen ein besonders großes Tier gesichtet wurde. Sie nennen ihn Fatty. Die Läufer der Händlergilde berichten über das Auftauchen ungewöhnlicher Scavenger auf der Insel Acholos. Es heißt, dass die Wunden dieser Bestien Verbrennungen verursachen. Eines dieser Tiere wurde kürzlich in der Nähe der verlassenen Hütten am südwestlichen Tor gesichtet. Ey, da waren wir doch gerade. Da, wo wir gerade waren. Es wurde eine weitere Serie von Überfällen im Hafen der Stadt gemeldet. Soweit bekannt, wurden sie von einem als Slickhand bekannten Taschendieb verübt. Der Mann hatte mehrere Stadtwachen schwer verwundet und ist derzeit auf der Flucht. Slickhand wurde kürzlich im Armenviertel gesehen. Skysin, also das ist so, dass es, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr kommen sollte. Ich glaube, das ist bekannt. Aber ob es nächstes Jahr kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? So, die eingetragenen Händler, das brauchen wir uns, glaube ich, nicht durchlesen. Das ergibt sich ja von selbst. Außerdem sollte ich das rausschmeißen. Oder verkaufen am besten, damit ich diese Zettel nicht habe. Wie komme ich denn hier hoch? Das war ja echt merkwürdig. Assassin's Creed Acholos. Ja. Also im großen Patch wird wohl das ganze Spiel nochmal quasi, ich denke, angepasst. Es soll ja neue Inhalte geben, aller Art. Da bin ich sehr gespannt. Schade, dass da oben nichts war. Okay, der Lehrer, den kennen wir ja. Deck. Leidenschaft für die Rohstoffgewinnung. Der Leiter der Werft. Okay, mit dem können wir dann sprechen. Nierka kennen wir auch schon. Das ist der Jäger. Otgar. Der Schmied. Und hier ist nochmal die Liste der Handwerks- und Handelsbetriebe. Okay, wir können ja mal gucken, ob ich diesen Feuerscavenger da tot kriege. Der ist ja wirklich hier in der Nähe. Und hallo Mario. Da ist er doch. Der kommt schon. Ich habe gespeichert. Zieh deine Waffe. Boah, der sieht ja brutal aus. Sag, Alter, 700 Erfahrung, krass. Krasser Typ. Krasser Typ. Naja, das war einfach. Das war einfach. Wir könnten eigentlich, ich habe ja noch Gold, ne? Vielleicht macht das Sinn, wenn ich einmal einen Läufer nehme, zu den Köhlern gehe, zurück zum Jäger gehe, denen das Bier gebe und dann Jagdtalente lerne. Dann kann ich alles, was ich noch so verprügle, besser. Wo soll's hingehen? Besser, ne? In Zukunft fertig machen. Ach so, aber das ist ja gar kein richtiger Läufer. Ich brauche so einen Wagen, ne? Nee, Dra, das sind aktuell. Also. Manchmal. Zum Beispiel morgen will ich auch ab 15 Uhr anfangen. Aber weil Freitag ist,
weil ich einfach Bock habe. Samstag und Sonntag ist wahrscheinlich kein Stream und Montag ist dann wieder ab 16 Uhr, aber jetzt gestern und heute war es so, weil ich heute nicht so lange kann, nicht bis 8, ne? Hey. Da brauchst du genug Gold. Ein bisschen Gold haben wir ja. Wir können ja mal gucken. Bring mich. Bring mich. Zum Köhlerlager. Außerdem können wir den Axtmörder töten. Der ist ja in der Nähe vom Köhlerlager. Ja, stimmt, das Gold vom Steckbrief, das hätte ich echt noch mitnehmen können. Das war sogar in der Nähe. Hallo, Tenix. Hallo, Sumas. Gaston. Hier ist dein Bier. Das ist großartig. Ich sage dir, du wirst kein Besseres auf dieser Insel finden. Jetzt will ich dir sogar zeigen, wie man meisterhafte Bögen herstellt und... Ach, was soll's. Wenn du die Grundlagen des Tierhäutens beherrschst, zeige ich dir auch, wie du an Zähne, Hauer, Hörner von Schattenläufern und die Herzen magischer Kreaturen kommen kannst. Auch wenn ich dir nicht wünsche, dass du sie antriffst. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Kein Problem. Mal sehen, was du drauf hast. Oh, das kann ich aber lernen. Wie nimmt man die Herzen von magischen Wesen? Bei Steingolems schlägst du einfach ein paar Mal auf den Torso, bis ein Spalt entsteht. Dann greifst du hinein und ziehst das Herz heraus. Bei den Sumpfgolems musst du außerdem den Schlamm wegschaufeln, mit dem sie bedeckt sind. Was andere Wesen angeht. Ich bezweifle, dass du auf Acholos einem Dämon oder einer anderen Kreatur Belias begegnen wirst, aber das Prinzip ist dasselbe. Wie entnimmt man das Horn eines Schattenläufers? Du musst die Haut um das Horn geschickt einschneiden, damit die Wurzel freigelegt wird. Dann hebelst du es mit einer starken Klinge auf und lockerst es. Drehe das lose Horn einfach in verschiedene Richtungen, dann kannst du es schließlich herausziehen. Du bist ein hervorragender Jäger. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Kann der mir nicht beibringen, wie man Crawlerplatten nimmt? Was soll denn das? Okay. Danke für die Info, Noxal. Emotional Damage, ganz genau. Da können wir ja so ein bisschen Kopfgeldjagd machen, warum nicht? Ich meine, wir werden eh immer hin und her switchen zwischen Stadt und ein bisschen Außenwelt. Ist ja auch eigentlich nicht schlecht, dann hat man immer den Mix zwischen Dialogen und ein bisschen Action. Wir haben es ja nicht eilig. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Außer wir sind auf der Flucht. Dann sind wir natürlich auf der Flucht. Mal gucken, ob ich diesen Axtmörder überhaupt schon besiegen kann. Ja, Mr. D, genau das habe ich doch gerade vor mit den Steckbriefen. Den Bär lasse ich erstmal. Direkt die Aufnahmequests für beide Gilden. Also erstmal mache ich die noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Schattenläufer schon schaffe, ne? Der Axtmann. Wo
Wow, 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 Axtmann, chill mal. Was? Bär, Junge! Junge Bär! Chill mal. Der Axtmann und der Bär haben sich gemeinsam gegen mich verschworen. Kann der Bär klettern? Hier, warum... Und wir sind auf der Flucht. Wieso kam der Bär? Wie hat mich der Bär denn gesehen, Junge? Hä? Wo ist der Bär jetzt hin? Er hat den Bär dressiert, ja, das glaube ich auch. Hä? Ich check hier gerade gar nichts mehr. Es ist der Nahkampf. Axtbärmann. Oh, das war knapp. Eigentlich dachte ich, der trifft mich. Nein! Alter, was ist hier gerade los? Das ist der verrückteste Kampf überhaupt. Stirb! Stirb nochmal! Mach mal Doppelschlag, Junge, jetzt. Und Level up. Da ist nichts zu holen. Wie, da ist nichts zu holen? Und der hat nicht mal eine besondere Axt. Ich dachte, der Axtmann hat irgendwie eine Special-Axt. Was für ein Versager. Yo, Shadow, danke, ne? Das war schon ein witziges Quiz. Ich habe eben schon erzählt, ich habe mich ein bisschen noch geärgert im Nachhinein. Wir hätten ja noch mehr Punkte rausschlagen können, wenn ich nicht Malak und Malet verwechselt hätte. Und natürlich auch nicht Engrom und Edgar. So, ist das eine gute Idee, hier diese Abkürzungen zu nehmen zu wollen? Ja, Umut hat mir das in Kanalmitgliedschaften ausgezahlt. Das, die Gewinnsumme. Das ist aber auch wieder ein Wetter hier. Oh shit, da war ein Goblin. Was ein Wetter. Scheiß Regen! Tod den Goblins! Eine Laute. Kriegt man eigentlich irgendwas, wenn man Laute spielt? Ich höre nicht mal was. Oh, das Wetter wird klarer. Adanos ergießt sich über die Lande oder erleichtert sich über die Lande?
Komm her, Schwein. Was hat Clara damit zu tun? Wer ist denn Clara? Das Wetter wird Clara. Clara die Wetterfee. Kennt ihr sie nicht? Wer, nicht zwei. Ach, da ist ein Babyschwein. Komm her, Babyschwein. Zahlt Clara mit Klarna? Na klar. Ah. Tut auch weh. Mein Hund heißt Clara. Dein Hund ist die Wetterfee? Die Mod ist schon leicht. Ja, ich denke, das ist eigentlich der ganz normale Gothic-Schwierigkeitsgrad, ne? Die Nacht des Raben. Wenn du die Nacht des Raben kennst, ist es wahrscheinlich leicht. Aber ich glaube, für neue Spieler könnte es auch schwer sein. Wobei es schon leichter ist, weil man ja auch permanente Boni und so direkt einschmeißen kann, ne? Und man findet viele gute Ausrüstungsgegenstände. Aber ich mag den Schwierigkeitsgrad. Zum Beispiel, ich hatte auch überlegt, im LP irgendwann dann bald nochmal Classic zu spielen, einfach weil wir ja hier bei Gothic 2 X-Vs Gothic Art Classic spielen und ich habe ja erst einmal Classic gespielt auf dem Kanal und zwar mit der Mo Edition. Das ist jetzt auch schon wieder zig Jahre her. Und so ein entspanntes Classic, ne, LP wäre auch mal schön. Einfach ein bisschen, ne, so ein Paladin mit heiliger Pfeil OP sein. Emily Only ist ja voll easy bei Classic. Das, also Challenge Runs habe ich ja öfter schon Classic gemacht, aber die habe ich auch nie ausführlich gespielt. Ne? Da guckt man sich gar nicht so diese Änderungen an. Und hallo Power Noodle. Da oben, das ist doch der Schattenläufer, ne? Das ist er. Vielleicht habe ich ja einen Eisblock oder so. Dann könnte ich den töten mit dem anderen zusammen. Oder wir lassen ihn sterben und gucken, was passiert. Goblinbeere übersehen. Oh nein. Jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist vorbei, Noxai. Jetzt hat alles keinen Sinn mehr. Hier sind doch bestimmt Leute dabei, die doch auch gerade Dolina Zombie gucken, ne? Komme ich da irgendwie hoch? Zum Beispiel du, Fluffy, ne? Du schreibst ja gerade ja. Jupp, Forsbane auch. Okay. Also, und Kerstin und Vera. Okay, ihr seid alle fleißig am Gucken, das freut mich. Der Dialog mit dem guten Fetti, ne? Wo er über Snuffs Hütte redet. Was hat er da nochmal gesagt, wo sich Snuffs Hütte befindet? Weil natürlich weiß ich, wo Snuff wohnt in Gothic, aber viele Dinge sind ja da anders. Und deswegen kam ja meine ursprüngliche Verwirrtheit. Ne? Das klärt sich, also die Quest habe ich, obwohl ich schon ein paar Folgen weiter bin und viele Dinge, andere Dinge haben sich geklärt und ne, da kommt echt viel Cooles noch. Aber bei dieser Sache war ich einfach nur verwirrt, weil ich war auch in seiner Hütte, aber ich habe da nichts gesehen. Weil ich habe ziemlich aufgeräumt, das alte Lager, um da mir ein, ne? Vor seiner Hütte steht ein Kochtopf, wie in Gothic 1. Ja, aber man muss also an den Kochtopf oder was? Dort ist eine Truhe. Ich habe die Truhe nicht gesehen, weil ich habe eine Folge, habe ich da richtig aufgeräumt, ne? Und ich habe da trotzdem nichts gesehen. Aber dann weiß ich das für die... Boah, das ist dann aber erst wahrscheinlich Folge 12, wo ich das machen kann. Bis Folge 11 habe ich jetzt schon vorproduziert. Weil ich dachte die ganze Zeit, er hat neben dem Haupttor gesagt. Deswegen habe ich die ganze Zeit woanders geguckt. Aber dann werde ich mir ja noch einige Kommentare gefallen lassen müssen in die nächsten Folgen.
Hey, 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 Wolf, ja? Chill mal. Mich hat der Dialog einfach mit dem Dings verwirrt. Ach so, Mr. The, ich hab dir ja vorhin noch geantwortet, ne? Du brauchst wirklich nicht solche ausführlichen Blogtexte schreiben, mit, wo du auf alles eingehst. Also ich weiß, das ist nett gemeint, aber es ist echt nicht notwendig, weil ich bin euch eh mal voraus mit den Folgen und vieles klärt sich nach und nach einfach auf, weil ich erkunde ja auch, ich spiele ja weiter, ne? Und vieles klärt sich auf. Zum Beispiel die Quest, die du so schlimm fandest, die war irgendwie voll einfach für mich, weil ich den Schlüssel auf Anhieb gefunden habe. Aber wahrscheinlich werde ich dann an anderen Stellen suchen, wo du vielleicht das einfach hattest, ne? Oh, Fanisch, dieser Kommentar, den ich mir gerade von dir gefallen lassen muss, den muss ich mir aber auch einfach jetzt gerade gefallen lassen, ne? Das ist aber auch schon wieder ein Kommentar. Mann. Und hallo, Fanisch. Schön, dass du am Stissel bist. Genau, lass doch mal den Jorgi in Ruhe. Mann, ey. Hab ich einen Eisblock eigentlich? Ich hab eine Eiswelle. Und Feuerbälle. Und eine Eislanze. Aber habe ich auch eine Chance? Ha, ja, mit dem Reim habt ihr jetzt nicht gerechnet. Der war nämlich auch sehr unsauer. Oh, scheiße, da ist auch noch ein Bär. Echt, Forcebane, da sprichst du wieder was an. Die Leute, die vergessen immer zu liken. Lass es, Bär. Tu's nicht. Nein, Bär. Tu's nicht, Bär. Bär. Gegen die Wand. Prügel. Attacke. Bärenjagen mit Marvin. Ein Bär ist groß und stark. Aber er hat eine Schwachstelle. Sobald der Bär gegen die Wand gedrückt wird, kann er nichts mehr tun und ist in seinen Animationen gefangen. Er blockt einfach. Das Cheating überhaupt nicht. Das ist Taktik, nennt man das. Shadow. Das ist Taktik. Wir sind ein Taktikspieler. Doch, Ari, lassen Sie. Ich habe ja in meinem ersten Durchgang von Acholos habe ich die ganze Insel entvölkert, bevor ich in die Stadt gegangen bin. Und da habe ich alles verprügelt. Sogar die Drachen. Ich finde die Geräusche von den Zombies auch cool. Meine Lieblingszombies sind die schnellen Zombies. Bei Dolina. Die schnellen Zombies, die sind einfach sehr witzig. Hallo Brickfolio und hallo Goblilo und hallo Udo und hallo anderen, die ich eventuell übersehen habe. Forcebane, vielen Dank für Kampfkraft und Wendigkeit. Die Voraussetzung für jeden Camper. Müsste dieser Typ hier nicht irgendwo rumstehen? Ah, da ist er doch. Da ist er doch. So, habe ich noch irgendwas Schmackhaftes zu essen? Also eine würzige Kohlsuppe. Die gönne ich mir mal, ne? Was haben wir noch im Aufgebot? Fischsuppe mit Kräutern. Haben wir noch irgendwas Schmackhaftes? Ne, da muss es wohl noch mal ein paar Kräutersüppchen sein hier.
Ja, Mr. The, also gerade die Folge, die letzte, die ich aufgenommen habe, also die seht ihr dann erst nächste Woche, da bin ich, habe ich einen enormen Stärkezuwachs bekommen. Einfach durch guten Loot, den ich gefunden habe. Ne? Da kommt man frisch von der Arbeit und möchte sich etwas entspannen. Da kommt die Frau selbstverständlich um die Ecke, um eine Reise über die halbe Weltkugel für Besorgen zu unternehmen. Guten Abend und Tschüss vorerst. Zwucki, ich wünsche dir eine gute Reise und viel Spaß. Erinnerst du dich an die Schräghütte, in der so ein Muskelzombie war, am Tor der langen Schräge? Bin mir nicht 100% sicher. Achso, du meinst den ungestürzten Turm, ne? Ja, ja, das haben mehrere Leute geschrieben. Da hatte ich erst die Tour geplündert und dann wieder nicht. Aber ich hab das einfach vergessen, weil ich dann ja angegriffen wurde. Und dann habe ich die Tour nicht nochmal geplündert und da wären richtig viele Ragus drin gewesen. Und, ja. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht ändern. Ich habe schon mehrere Folgen aufgenommen, aber trotzdem danke. Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Was? Bist du verrückt? Jetzt kann ich mich nicht mehr bei ihm blicken lassen. Beruhige dich. Er hat gesagt, dass er mit dir reden will. Vielleicht lohnt es sich, das zu tun, bevor du von einem Schattenläufer gefressen wirst. Vielleicht. Alles klar, bis später. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Also gut, dann die Arbeit. Oh. Wie kommt man an Tierpanzer? Das ist zu wenig, du musst mehr mitbringen. Ich brauch Geld. Aber wo geht er denn jetzt hin? Toll, jetzt geht er wieder zurück. Das ist ja nicht so toll. Naja, aber dafür können wir dann niemanden anderen jetzt noch töten. Vielleicht kann ich ja hier noch was verkaufen. Hey du. Übrigens. Ich habe dir Trophäen mitgebracht. Boah, alles kann ich verkaufen. Nice. Nicht schlecht. Das sind ordentliche Trophäen. Danke. Wie geht's? Nimm dich vor Froschmenschen in Acht. Die Bauern haben sie letztens in der Nähe des Flusses westlich von meinem Lager gesehen. Sie sehen aus wie übergroße Goblins, aber haben die Kraft eines ausgewachsenen Orks. Gut, dass es sie nur auf Acholos gibt, sonst gäbe es sicher Krieg mit ihnen. Sie halten sich meist in der Nähe von Gewässern auf und vermeiden Kämpfe. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich glaube, der ist schon despawned, Tinix. Ich glaube, der ist schon despawned. Hä, wer ist das? Auf einen Spaziergang durch die Natur. Mhm. Könnte man so sagen. Hör zu, Kumpel, die Art von Spielchen liegt mir nicht, also lass uns zur Sache kommen. Du gibst mir jetzt 30 Goldstücke oder ich hau dir aufs Maul. Von mir kriegst du gar nichts. Wie schade. Ein Bandit. Ein Bandit! Und hallo Jimmy, hallo Simon. Immer diese Banditen mit der Axt. Du kannst ja nicht mal kämpfen. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Kannst du es wagen, einen Reisenden zu überfallen? Mach doch mal Attacke. Was ist denn das hier? Ja, guck mal, er greift nicht mal an. Er demütigt mich. Er lässt mich zigmal blocken und starrt mich einfach nur an. Aha. So ein Schuft. Die Sprintmod ist Cheating. Alles ist Cheating. Quickloot ist Cheating. Sprintmod ist Cheating. Cheating ist übrigens auch Cheating. Vergiss das nicht. Der Chat ist auch Cheating, weil der Chat kann mir Sachen verraten, ne? Wohnen hier nicht die Froschmenschen? Oh nein, hier wohnen auch diese Dinger. Ich wollte eigentlich nur da runter, um diesen anderen... Speichern ist auch Cheating, weil wenn du speicherst, ne, dann im echten Leben kannst du auch nicht speichern. Ne? Verstehe die Leute, die Speichern nutzen, auch gar nicht in Spielen. Das ist einfach nicht fair. Kamera drehen ist auch Cheating. Trank der Unterwasseratmung ist auch Cheating. Im echten Leben kannst du auch nicht unter Wasser atmen. Ja. Hier wäre nicht drüber nachgedacht, ne?
Bist gut drauf? Ich bin immer gut drauf. Mir wird aber oft nachgesagt, dass ich schlecht drauf bin. Und dann werde ich dadurch schlecht gelaunt. Und so schließt sich der Kreis. Stirb! Ein Taucher kann auch nicht unter Wasser atmen. Oh, der Fährmann, kann er mich auch irgendwo hinbringen? Nice. Der bringt mich über den Styx. Entschuldigung, Sie, was machen Sie hier? Das ist doch Ranga. Vetti? Das war's für dich, Junge. Das war Cheating. Oh, Xadas Bruder, ich glaube, Lurker müssten eigentlich genauso stark sein. Und hallo, Team Brody. Hey, wen will der angreifen hier? Was tun sie da? Das war's für dich, Junge. Junge. Hä, wieso hat er eigentlich seinen Bogen gezückt? Na, was habe ich so verpasst? Wir haben den Herold umgebracht mit Marvin Mode, weil der die ganze Zeit dazwischen gequatscht hat. Aber sonst? Sonst ein paar Dialoge. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Oh, Vetti ist ja stark. Hat der nur einen Bogen? Ist der wirklich der Nahkampfbogenmann? Du bist zu schwach. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Das war's für dich, Junge. Alter, wir haben einen Mr. Beastwood und wir haben einen Clint Beastwood. Und hallo, Satanic. Ja gut, ich könnte ihn natürlich mit der Eiswelle verzaubern. Oder einen Wolf. Oder ich öffne sein Schloss. So, Wolf. Gemeinsam erobern wir die Welt. Wolf, du schaffst es! Junge, wie er sich da hinstellt. Guck dir das an! Hände in den Taschen. Guckt er mich da an. Was ein Held. Der Typ ist echt krass. Ich hätte nicht gedacht, dass der so krass ist. Ich glaube, ich kann auch auf dem meine Eiswelle verschwenden. Ich will den jetzt töten. Ich komme hier doch nicht nochmal hin. Ah, nein! Ja, Eiswelle. Kann ich nicht nutzen. Haben wir einen temporären... Also ist der Wolf doch unsere beste Option. Wenn wir den Wolf holen und dann diesen Trank nehmen, dann könnte es klappen. Und jetzt müssen wir einfach nur Glück haben.
Seht ihr? Klappt. Okay, wahrscheinlich hast du es heute schon 2365 Mal gesagt, aber warum warst du heute früher da? Das geht dich gar nichts an, ja? Nee, heute war ich auch früher da, weil ich heute auch nur bis 18.30 Uhr wieder kann. Und deswegen habe ich um früher angefangen, damit der Stream länger ist für euch. Macht Sinn, oder? Ja gut, dann müssen wir den Wetti später machen. Das ist sehr schade, muss ich sagen. Wir könnten vielleicht den Mole Rat Boss töten. Nur der frühe Scavenger fängt den Wurm. Oder wie ich immer sage, der frühe Jorgen fängt die Wurst. Und hallo Daniel. Ich überlege gerade, wo war der Schweineboss überhaupt? Nochmal. Wer bist du denn? War der Schweineboss in dieser Höhle? Also der Mole Rat Boss? Das ist auch die Frage, ob ich den schaffe. Der könnte auch voll stark sein, ne? Yep, ganz oben, vor einer Höhle. Aha. Mal gucken, ob wir den schaffen. Daniel zu Risen und Quicksave? Wüsste ich jetzt gar nicht. Vielleicht hat ja jemand anders noch eine Idee. Ich setze auch auf Fetti. Alter, ist Fetti fett. Okay, Fetti ist ein Spammer. Warte mal, ist es nicht einfacher, sich zu töten? Töten zu lassen? Tja, Fetti, du bist zwar kugelrund, aber nicht schlau. Das war die dümmste Aussage überhaupt. So muss sich gerade der Pirat gefühlt haben, als er mich fertig gemacht hat. Er ist schwach und er hat vieles gegessen. Schon spannender Kampf. Oh ja. Oh, Fetti hat gut Fleisch dabei. Ist das nicht Cheaten? Warum? Würdest du es in echt nicht so machen, Robert? Alles, was in echt auch geht, ist kein Cheaten. Sprinten geht in echt kein Cheaten. Irgendwo draufklettern, von oben schießen, kein Cheaten. Wenn das dicke Schweinchen da nicht hochkommt. Macht Sinn, oder?
Hey, hey, warum kommt ihr zu zweit? Es geht Acholos, Max. Wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich? 29. Zaubern ist Cheaten. Ja, Zaubern ist Cheaten. The No Dope. Das ist so. Oder kannst du in echt etwa zaubern? Speichern ist auch Cheaten, haben wir eben schon gesagt. Speichern kannst du im echten Leben auch nicht. Deswegen bin ich grundsätzlich am Cheaten bei Gothic. So, da oben war ja der Troll, glaube ich. Komme ich jetzt eigentlich auch hier in die Stadt? Ja, jetzt sind die Stadttore einfach offen. Ich muss sagen, der Weg über dem Fass war irgendwie gar nicht so spannend eigentlich. Ich dachte, da passiert irgendwas Lustiges. Man wird erwischt oder so und muss dann sich rausreden oder irgendwie sowas. Hallo, ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du zum ersten Mal in unserer großartigen Stadt, Acholos? Du musst nicht antworten, kein Grund sich zu schämen. Es gibt immer ein erstes Mal, nicht wahr? Mein Name ist Furik und ich kümmere mich um alle Verirrten in dieser schönen Stadt. Möchtest du vielleicht an einen bestimmten Ort? Oder bist du vielleicht an einer unserer Karten interessiert? Eigentlich nicht. Und vergiss nicht, unseren Stand zwischen der Kaserne und der Altstadt zu besuchen. Robert, das finde ich ist Cheaten, wenn du Acholos spielst und mir gleichzeitig zuguckst. Dann spielst du ja quasi zweimal Acholos, das ist Cheaten. Das geht nicht. Mein Bruder ist verschwunden. Hast du etwas davon gehört? Ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Wieso kann ich so einen random Arbeiter auf meinen Bruder ansprechen? Mein Bruder ist verschwunden. Hast du etwas davon gehört? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Hau ab! Hey! Mein Bruder ist verschwunden. Hast du etwas davon gehört? Ich habe viel um die Ohren, lass mich in Ruhe. Was hat das mit meinem Bruder zu tun? Zu klagenden Sirene zu gehen. Na gut. Moment mal, wo willst du denn hin? Na, dadurch. Kein Durchgang. Warum nicht? Hast du einen Passierschein dabei? Von welcher Art von Passierschein redest du? Von einem Passierschein, der dir das Betreten der Altstadt erlaubt. Ich wusste nicht, dass ich dafür einen Passierschein brauche. Glaubst du, ich lasse hier jeden durch? Kannst du vergessen, Kumpel. Woher bekommt man so ein Dokument? Du müsstest ein Haus in der Altstadt besitzen oder von einem Mitglied des Stadtrats eine Erlaubnis erhalten. Ich gehe mal davon aus, dass beides nicht auf dich zutrifft. Wieso ist das Cheat, Mr. The? Im echten Leben kannst du auch einfach in fremden Betten schlafen. Das geht. Beim Mann sieht das anders, ja. Ich bin mir sicher, dass du schaffst. Was ist das für ein Ort? Entweder bist du blind oder kein guter Scherzkeks. Ich bin Gerstand und dies ist mein Geschäft, die Schenke zur gerissenen Seite. Wenn du noch nichts von dieser Schenke gehört hast, dann weißt du nicht, was auf Acholos los ist. Hier versammeln sich die einheimischen Minnesänger und stattliche Reisende. Danke, Zensu. Daniels, könnte es ja sein, dass deine Spielstände kaputt sind? Ja? Ansonsten kannst du ja deine Spielstände sichern, das Spiel neu installieren, die Spielstände wieder in den Ordner packen und dann nochmal versuchen zu laden. Woher stammt der Name Gerissenen Seite? Früher fanden hier regelmäßig Künstleraufführungen statt. Sie kamen von fast allen Inseln des Archipels und sogar vom Festland. Während eines solchen Konzerts spielte ein aufstrebender, aber vielversprechender junger Mann.
Vor der Aufführung ist dem Baden die Seite. Er war aus der Fassung gebracht und wollte sich aus dem Staub machen. Aber einer der erfahrenen Musiker sah ihn und antwortete ihm auf die Frage, was er spielen solle. Diese Seite nützt dir nichts. Nach diesem Vorfall beschloss ich, die Schenke umzubenennen. Das ist die ganze Geschichte. Ah ja. Zeig mir deine Ware. Hast du auch was Geiles? Alter. Beerenmarmelade. Ist die aus Beeren gemacht? Gut, dass wir gerade schon ein paar Beeren gekillt haben. Weinmarinade, Fleischpastete, Gemüse. Pilzkuchen mit Gemüse. Der Wahnsinn. Das müssen wir uns alles angucken. Verstehe. Ein leckerer Beerenaufstrich. Es gibt einige, die ihn gleich mit den Fingern aus dem Glas essen. Ja, zum Beispiel Winnie Pooh. Verstehe. Ein schmackhaftes Keiler-Ragout. Da ist wieder das Ragout. Mit Gemüse und etwas Wein. Verstehe. Ein Topf aus Zutaten der Vorratskammer eines Fischers. Jeder Fischer hat seine eigene einzigartige Weise, ihn zuzubereiten. Ah ja. Ich hab so einiges. Verstehe. Ein übliches Getränk auf Acholos. Anders als Wein verursacht er keine Kopfschmerzen nach dem Genuss. Verstehe. Gebratenes Lamm mit Gemüse und Wein. Das Gericht ist ein wenig altmodisch, aber lecker. Verstehe. Lockere Pastete mit Fleisch und Gewürzen wird oft von Hausfrauen zum Frühstück serviert. Verstehe. Eine einfache Mischung aus Fleisch und Gemüse in Form eines gebackenen Kuchens, geeignet als Wegzehrung auf Reisen. Davon lässt er lieber die Finger. Achso, speichern. Erstmal speichern. Er arbeitet auch den ganzen Tag. So. Hallo. Thomas schickt mich. Er hat einen Vorschlag für dich. Thomas, der Bierbrauer? Aber ich brauche nicht mehr Bier in meinem Angebot. Ich verkaufe nicht viel davon. Meine Kunden haben einen Geschmack für teurere Getränke. Sie bevorzugen Wein. Thomas bringt ein neues Bier auf den Markt, das es so noch nie gab. Es heißt Dunkles Paladin. Er hat das Rezept selbst entwickelt. Willst du es vielleicht auch probieren? Erzähle mir zuerst davon. Ja, ich verstehe das, Charizard. Das ist, also ich mag die Kämpferhaltung auch nicht so gerne. Also die Anfängerhaltung, damit komme ich gar nicht klar bei Zweihand. Die Kämpferhaltung geht. Du kannst damit bestimmte Manöver machen. Aber die Meisterhaltung ist auch geil und ich habe auch vor, da schnell hinzukommen, ne, zur Meisterhaltung. Was ist hier die richtige Antwort? Geschmack und Geruch steht für Gigi. Dunkles Paladiner ist kein gewöhnliches Bier. Es zeichnet sich durch seinen reichen Geschmack, der lange im Mund verweilt, und ein interessantes Aroma aus. Es sollte langsam und in kleinen Schlucken getrunken werden, denn es hat auch viel Kraft. Es kann wie Wein gelagert werden, was es nur noch wertvoller macht. Klingt interessant. Nun, zeig mir, ob du die Wahrheit sagst. Probiere es. Jo, mach's gut, Kerstin. Und hallo, Gerob. Du hast nicht gelogen. Es hat wirklich einen sehr interessanten Geschmack und es riecht auch nicht schlecht. Meine Kunden mögen neue Geschmacksrichtungen. Wie viel für eine Kiste? 100 Goldstücke. Ich werde 4 pro Woche nehmen. Für den Anfang. Gut, ich werde es Thomas sagen. Wir sehen uns später. Nice. Für Connoisseure. Gab's hier auch noch jemanden? Ich hab so einiges gehört. Konnte man eigentlich mit der Wasserpfeife irgendwas machen? Nö. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hallo Reisender, bitte lege deine schmutzige Kleidung ab und fühle dich wie zu Hause. Unser erwärmtes Wasser ist mit verschiedenen therapeutischen Präparaten angereichert. So sorgen sie nicht nur für deine Sauberkeit, sondern auch für deine körperliche Gesundheit. Wie viel wird mich das kosten?
Durch die Gnade unseres gütigen Statthalters Morris steht das Badehaus allen, die es nutzen möchten, kostenlos zur Verfügung. Solange du dich angemessen verhältst, natürlich. Leider hatte ich hier schon ein paar unangenehme Zwischenfälle. Wie auch immer, genieße unsere Attraktionen. Danke, das machen wir jetzt erstmal. Erstmal nackig machen. Du fühlst dich erfrischt. Na? Wie geht's? Ich habe genug von diesem Krieg. Der blockierte Seehandel wirkt sich auf alles aus. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was man früher auf dem Markt so kaufen konnte. Oh, darf ich das hier mitnehmen? Lord Mara Wein? Möge dieses Gold dir weiterhelfen. Gerob, vielen Dank für deine Kofi-Spende. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Und es wird noch viel schlimmer. Man darf halt nicht alles. Ist ja nur Würstchenparty im Badehaus. Ja, Gerob, freut mich, dass der Kunde gut ankommt. Das freut mich doch. So, Rüstung da. Bürger. Wer hat dich denn in die Stadt gelassen, du Schmutzfink? Hast du ein Problem? Ja, dass es immer mehr Penner und Faulenzer wie dich in der Stadt gibt. Du wirst hier keine Freunde oder Unterstützung finden. Warum Schmutzfink? Ich komme gerade aus dem Badehaus. Sauberfink. Komm ich da rüber? Moment mal, wo willst du denn hin? Na, dadurch. Kein Durchgang. Bürger. Stadtführer. Wo soll's hingehen? Ja, eigentlich nirgendwo hin. Wollte ich mit denen hier eigentlich sprechen? Leibwächter. Bradlock. Nettes Haus. Ist es nicht? Man muss zugeben, Herr Volker hat guten Geschmack. Darf ich hinein? Kommt darauf an. Wenn Volker dich erwartet, bist du willkommen. Obwohl das meiner Meinung nach unwahrscheinlich ist. Wer ist dieser Volker? Für dich, Herr Volker, junger Mann. Du kennst ihn wirklich nicht? Ich bin neu auf Acholos. Ich kenne noch nicht jeden in der Stadt. Du wirst wahrscheinlich auch nicht jeden kennenlernen. Aber Volker solltest du kennen. Herr Volker ist der reichste Mann der Stadt. Dank ihm florieren der Handel und das Handwerk in unserer Stadt. Ist er ein Mitglied des Stadtrats? Als ob ein Haufen Bürokraten etwas für das Wohl der Stadt tun würden. Nein, der ehrenwerte Herr Volker bietet attraktive Kredite für diejenigen, die ihr Unternehmen erweitern wollen. Solange darin ein gewisses Potenzial liegt. Das Kampfsystem ist sehr ähnlich zu Gothic 2. Es gibt natürlich Anpassungen und neue Waffen und sowas, aber das Kampfsystem spielt sich eigentlich genau gleich. Max. Ich glaube, ich war mal auf Volkers Haus. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, was da drauf ist. Kann ich auch einen Kredit beantragen? Ich kenne dich nicht, Junge. Und das bedeutet, du kannst es nicht. Außerdem hast du gesagt, dass du neu hier bist. Da gibt es nichts zu besprechen. Ich bin neu hier und ich will einen Kredit. Und du, wo willst du hin? Hier kommt keiner durch. Naja, außer die Leute, die da wohnen, ne? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Komme ich denn von hier irgendwo da drauf? Oder muss ich irgendwo... der Mauer aus. Alter, halbe Assassin's Creed hier wieder. Wie unsichtbare Wand. Soll das?
Aua. Der Typ konnte mir leider keinen Zweikampf mehr beibringen, ne? Schade. Spielst du mit Gamepad? Nee, ich spiele mit Maus und Tastatur, aber ich kämpfe bis heute nur mit der Tastatur, Stefan. Hey. Achso, mit dem hatten wir schon mal gesprochen. Ich glaube, ich muss da über die Dächer oben, ne? Einfach mit Anlaufen rüber da. Nee, ich glaube, ich bräuchte... Ich könnte mir den Akrobatikring kaufen. Ich habe sogar mal auch hier, Stefan, wo du es gerade ansprichst mit, wie kämpfst du oder wie spielst du. Ich habe mal ein Kampftutorial gemacht, wo ich auch gezeigt habe, wie ich so kämpfe und spiele. Das müsste man eigentlich sehr schnell finden können. Eingang zur Kanalisation. Hier ist auch ein Eingang. Oh, ich glaube, da will ich aber jetzt gerade nicht runter. Und hallo, Gunrik. Nanu? Was haben wir denn hier? Raus hier! Hau bloß ab. Was wolltest du da drin? Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Wieso kannst du durch Wände gucken, Bäcker? Das ist hier die große Preisfrage. Ja. Brauchst gar nicht so zu gucken. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Flaschenbier. Der Bäcker cheatet, ganz genau, der hat den Röntgenblick. Oder er ist Superman, man weiß es nicht. Und hallo Peter Nator. So, soll ich ihm schon Bescheid sagen? Darf ich das eigentlich auch mitnehmen oder ist das Diebstahl hier bei dir? Oder ist das wie bei Orlands Taverne und ich darf einfach... Ich darf einfach? Du bist ja ultra nett. Einfach Selbstbedienung. Netter Mann. Hallo Raveheart. Achso, ich muss wahrscheinlich erst mit allen sprechen, ne? Schade, dass es in Acholos keinen Herold gibt, ne? Der hier ganz Tag irgendwas sagt. Das fand ich bei Gothic immer so cool, aber bei Acholos gibt es leider keinen Herold. So, gehen wir mal zu Geralt von Riva. Geralt. Wo ist er? Ah, da hinten. Oh, Herr Geralt. Sie sind gerade in die andere Richtung geneigt. Waldes, das ist doch Cheaten. Ne? So Zusatzsachen sind voll Cheaten. Ne? Ich mag so Leute, die so Sprintmod und Quickloot und so installieren gar nicht. Die cheaten halt. Hey. Können wir über das Geschäft reden? Und was für ein Geschäft möchtest du mit mir machen? Möchtest du ein Händler werden? Ich bin momentan ein Mittelsmann. Thomas möchte gern eine Partnerschaft mit der Händlergilde eingehen. Er möchte ein neues Bier verkaufen. Es heißt Dunkles Paladiner. Ich weiß, ich habe davon gehört. Ehrlich gesagt, habe ich erwartet, dass er sich irgendwann bei uns melden würde. Was ist das für ein Bier? Hier, nimm eins. Es ist ein brandneues Rezept.
Thomas hat sich eine neue Art der Zubereitung des Malzes ausgedacht, die dem Bier seine dunkle Farbe verleiht. Probier den interessanten Geschmack und riech mal daran. Lecker. Wirklich, so etwas Leckeres habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Und ehrlich gesagt bin ich eigentlich ein Weinliebhaber. Verdammt, vielleicht steige ich doch auf Bier um. Hör zu, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, aber wir haben unter anderem mit Ernesto Verträge abgeschlossen. Die Einheimischen trinken hauptsächlich Wein. Das ist das, was sich am besten verkauft. Stefan, in der Beschreibung ist ein Link zur Acholos deutschen Version. Und da steht auch, wie du über die Steam- oder die GOG-Version diese Version installieren kannst, wie ich sie hier gerade habe. Und da sind auch Zusatzmods und so verlinkt. Ne? Aber ich spiele zum Beispiel auch mit der Steam-Version. Aber da ist auch extra aufgeführt, welche Version man wie installiert. Ich bin sicher, wir können uns einigen. Einigen? Was bietest du mir an? Wenn das eine Bestechung sein soll, lass es sein. Es wird dir nichts nützen. Hat er die Stimme von Geralt von Riva? Ja. Mit deinen Beziehungen kannst du dir sicher etwas einfallen lassen. Leg dir so viel daran. Was wärst du bereit zu tun, damit ich das Angebot von Thomas doch noch annehme? Wärst du bereit, etwas zu tun, das nicht besonders moralisch ist? Nicht moralisch ist mein zweiter Vorname. Kommt darauf an. Entspann dich, das ist nichts Schlimmes. Es ist nur so, dass wir, wenn wir Thomas Bier auf den Markt bringen wollen, die Konkurrenz schwächen müssen. Mit dem Weinhandel macht Ernesto so viel Umsatz, dass es schwierig sein wird, genug dunkles Paladiner zu verkaufen. Ich werde dir eine Flasche verdorbenen Wein geben. Denk nur daran, sie nicht zu trinken, sonst wirst du krank. Du gehst auf den Marktplatz und schmuggelst sie bei einem der Weinhändler ins Angebot. Was wird uns das bringen? Weißt du, Ernestos Wein wird jemanden krank machen. Die Leute fangen an, an der Qualität seiner Produkte zu zweifeln. Muss ich noch mehr sagen? Ich verstehe. Ich komme wieder, wenn ich das erledigt habe. Bis bald. Natürlich trinken wir sie. Wir wollen doch wissen, was passiert. Oh, ich kann ihn gar nicht trinken. Schade. Wieso steht Ernesto hier eigentlich die ganze Zeit rum? Hat er kein Zuhause? Lass uns handeln. Ist das ein Weinhändler? Nee, ne? Zeig mir deine Ware. Ein Gürtelhändler. Lass uns handeln. Welchen Händler meint er denn? Oder er hier ist es, ne? Lass uns handeln. Ich kaufe alibimäßig, kaufe ich mir noch irgendwas anderes hier. Also ein Schaschlik. Ganz schön teuer. Ich kaufe mir eine Feldrübe. Damit es nicht auffällt. Himbeeren? Haben Himbeeren nicht auch irgendwie permanente Werte gebracht oder so? Den Wein einfach an Sarah verkaufen und andere Bescheid sagen. Aber muss ich nicht vorher noch mit Kanter reden, Simon? Kauf einen Wein, ja, das wäre gut. Bring Dex. Den Sohn von Jax oder was bringt das? Dann will ich Himbeeren aber nicht. Hey, es ist vollbracht. Ich bin den Wein losgeworden. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten. Komm morgen nochmal zu mir. Na sicher doch. Alter, hier, mit dir wollte ich auch noch reden. Garros! Garros ist so tief in Gedanken, dass er gar nicht... mitbekommt, was hier passiert. Lass ihn, er ist traurig. Was hat er denn? Was hat er denn? Das Elix 2 Trauma sitzt schon noch tief, oder? Wir haben das erst vor ein paar Wochen durchgespielt. Hier, Max. Das kannst du nicht so leicht verkraften alles.
Steck die Waffe weg. Na bitte, geht doch. Alles gut, aber mal so ein Schlag mit so einem Schwert in die Seite. Ich will die Belohnung für eine erlegte Bestie abholen. Ausgezeichnet. Dieser Abschaum hat lange genug Probleme verursacht. Hier ist deine Belohnung. Ausgezeichnet. Dieser Abschaum hat lange genug Probleme verursacht. Hier ist deine Belohnung. Danke. Also falls ihr es mal im Alltag habt, jemand ist gerade tief in Gedanken versunken, dann nehmt einfach euren Zweihänder und haut den eins rüber. Klappt immer. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wer erinnert sich nicht an Maximus den Dritten, den Eroberer von Acholos? Wem ist der Ruhm seines Sohnes Mandred entgangen, der die rebellischen Kolonien zurück ins Königreich brachte? Wer hat vergessen, wie General Lee, der Schlange von Varant, den Kopf abschlug? Die Erinnerung an diese Siege wird so lange in den Herzen der Menschen brennen wie das Feuer unseres Herrn. Myrtanas Geschichte ist mit unzähligen Siegen durchzogen, doch die Niederlage der königlichen Flotte bei der Schlacht am östlichen Archipel traf sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wie schon Gerten, ein berühmter Jäger auf dem Festland, in seiner Abhandlung über das Jagen schrieb, man wird auf der ganzen Welt keine Kreatur finden, die so niederträchtig, hinterlistig und verachtenswert ist wie der Ork. Es geschah an jenem verhängnisvollen Morgen, dass diese wilden Bestien die königliche Flotte zum Rückzug zwangen. Wie konnte Admiral Ansgar, ein erfahrener Seebär, vor diesen Barbaren kapitulieren? Die Antwort liegt in den finsteren Sprüchen der Ork-Schamanen. Den verfluchten Namen Belias anrufend, beschworen sie einen dichten Nebel, in dem selbst die besten Kapitäne des Königreichs die Orientierung verloren. Also ist schon schlau von den Orks, ne? Wieso sind manche haben einfach solche random normalen Bürgerdialoge? Hab hier auch einen? Du hast hier nichts zu suchen. Ist ja gut. Was hattest du denn da drin zu suchen, ja? Hä? Ich wollte nur mal gucken. Oh, kann ich mich hier einfach vordrängeln? Hallo. Ich habe gehört, du spielst gerne Schach. Ja, das tue ich. Ich halte mich für einen der besten Spieler auf der Insel. Nicht so gut wie der Statthalter, aber ich habe trotzdem ein paar wichtige Siege errungen. Darf ich fragen, woher diese Frage kommt? Konor hat mich geschickt. Er bat mich, ihm ein Exemplar der Schachlehren zu bringen. Ich habe gehört, dass du ein Exemplar hast. Was hat sich der verrückte alte Mann dieses Mal einfallen lassen? Ja, ich habe tatsächlich eins. Willst du es kaufen? Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, du könntest es mir leihen. Ich habe dieses Büchlein mehrmals durchgeblättert und wünsche mir jetzt, dass wenigstens ein Teil des Goldes, das ich dafür ausgegeben habe, wieder in meinem Goldbeutel landet. Du kannst es für, sagen wir, 50 Goldstücke bekommen. Verdammt teuer. Was zahle ich nicht? Dann tut es mir leid. Einen schönen Tag noch. Wie geht es mit der Arbeit voran? Ich habe keine Zeit zum Reden. Na gut. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Hä? Mein Bruder ist verschwunden. Hast du etwas davon gehört? Ich weiß nicht, von wem du redest. Lass mich in Ruhe. Das ist doch Kera Metz. Und hallo Azok. Oh
Warum hat die random rosa Haare? Weil sie das möchte? Hä? Warte, da ist ja noch ein Beat. Die Stadt ist so schön, ne? Ist hier nicht der Barbier? Figaro? Bist du eine Art Arzt? Beinahe, mein Freund. Ich bin ein Barbier. Und was macht ein Barbier? Adalas, Amputation von Gliedmassen und Bärte rasieren. Diese stinkenden, verlausten Bärte. Hey, nichts gegen Bärte, ja? Hallo Drew, hallo Dennis. Schlechter Tag? Ein Tag wie jeder andere, aber in Wahrheit wollte ich nie Barbier werden. Ich wollte ein Holzfäller werden. Ein Holzfäller? Ja, ein Holzfäller. Von Baumstamm, der majestätischen Lärchen zu springen, während sie lautstark den Silberfluss zum Meer hinunterstürzen. Statt verdammter Rasiermesser und Flaschen der Geruch von frisch gefällten Tannen, die mächtigen Pinien, der Nervenkitzel des Abenteuers, das hinter der nächsten Ecke wartet. Und an meiner Seite meine treue Axt und wir singen. Tut mir leid, ich habe mich etwas hinreißen lassen. Wenn ich irgendwann einmal verletzt sein sollte und versehentlich bei dir gelandet bin, tu mir bitte einen Gefallen und erinnere mich daran. Meine Frage zu Gothic 1, der Brief von Anfang ist ja an Xardas adressiert. Hat schon jemand versucht, den Brief an Xardas zu übergeben? Ob es einen Dialog oder etwas gibt? Das geht nicht, Azog. Das geht nicht. Und Aria, ich glaube, das ist eine Monty Python-Referenz. Zeig mir deine Ware. Ich habe einige Tränke auf Lager. Sieh dich um. Das nehmen wir doch mal an uns. Verstehe. Eine berühmte Zwischenmahlzeit, die man oft zu einem Krug Bier in den Küstentavernen reicht. Verstehe. Eine einfache Suppe aus Flussmürte. Verstehe. Die schnellste Art, Austern zu genießen, Fischer bereiten sie so direkt nach dem Fang zu. Darf ich einfach rein? Die Stadtwache sagt ja gar nichts. Hallo? Was suchst du hier? Geh! Was kluges wolltest Kerlchen. Du da drin, hä? Diese Stadtwache interessiert aber nichts. Er hat gar keinen Bock. Ist das eigentlich der Gothic-Held? Der sieht so aus wie der Gothic-Held vom Gesicht. Nur in jünger, ne? Wer bist du? Ich heiße Ulrich und ich bin Koch. Mit leerem Magen ist es unmöglich, Wache zu schieben. Daher sorge ich dafür, dass unsere Wachen jeden Tag eine leckere und nahrhafte Mahlzeit erwartet. Was ist das für ein Ort? Die Jungs nennen es gerne Ulrichs Küche, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Kantine. Hier können sich die Wachen nach ihrer Schicht ausruhen, einen Teller heiße Suppe essen oder sich an einem Krug kalten Bier erfrischen. Jo, Mr. Dream, mach's gut, ne? Kümmerst du dich auch um die Vorräte? Ich habe schon genug mit dem Kochen zu tun. Der Einkauf von Vorräten und Zutaten wird von Lennart erledigt. Hast du was zu essen für mich? Tut mir leid, aber ich koche nur für unsere Jungs. Bald bin ich auch einer eurer Jungs. Was schleichst du denn da rum? Immer die Leute, die durch Wände gucken können. Ja, geh weiter. Noch ein Problem.
Hallo Yoga-Bär. Ach so, das ist ein Wasserfass. Oh, ein dicker Fisch. Fisch in Bierteich. Geil. Ich habe jetzt übrigens auch ein provisorisches... Ein provisorisches, hässliches, Transparent, ein Transparent-Emoji gemacht. Ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Man erkennt es nicht gut, weil es... also in größer sieht es besser aus. Ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Das kann ich nicht lesen. Ja, ich auch nicht. Hier ist das Handwerksviertel. Wo finde ich denn diesen Teleporter hier hin? Oder kann ich das einfach so... Inos, was sagst du dazu? Danke für einen Lebenspunkt. In der Kirche... Wo ist die Kirche? Ja, Alpha-Bär, das wäre vielleicht auch nicht so geeignet, das stimmt. In größer sieht das besser aus. Wo habe ich das schon mal gehört? Hat das deine Ex-Freundin zu dir gesagt? Badumps. Voll der gute Witz. Und ein sehr trauriger Witz. Erstmal bei der Stadtwache klauen. Ja, Shots fired. Piu, piu. Ob Lennart mich bemerkt? Lennart ist die beste Wache der Welt. Als ob der das nicht sieht. Lennart ist ein konzentrierter Mann. Ich würde sagen, mit diesem konzentrierten Mann lasse ich euch kurz alleine, mache kurze Pinkelpause, hol mir noch was zu trinken und bin sofort wieder da. Bis gleich.
Raus! Wer nicht hören will, muss fühlen. Steh auf und mach, dass du hier rauskommst. Danke für das Gold, du Held. Was ist denn passiert? Speichern? Nicht speichern. Hat er mich etwa verprügelt? Junge. Lampe betätigen geht nicht. Marvin hatte einen Schlaganfall. Wo ist er hin? Mein Gold ist doch gar nicht weg. Das war doch das Erste, was ich gecheckt habe, aber ich krieg jetzt bestimmt Ärger, ne? Ich frag mich nur, wo der Typ hin ist. Das perfekte Verbrechen. Hat er irgendwas geklaut? Muss ich jetzt wirklich laden? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Das ist alles schon ein bisschen her, ne? Ich will nicht verprügelt sein. Das mag ich gar nicht. Ich hab mir die Tonkombination nicht gemerkt. Ah ne, die sind ja eh abgeändert, ne? Nach dem Laden. Oh. So. Raus! Hau bloß ab. Na gut, dann reden wir aber nicht mit Lennart. Lennart hat uns gar kein Gold abgenommen. Ihr Lügner! Hier ist auch keiner. Stadt in Flammen, Band 1. Das Schlimmste an allem war der Gestank. Ich kann ihn heute noch riechen. Es war nicht der übliche Gestank von verdorbenem Fisch auf dem Markt oder den Gerbern, sondern der stechende, andauernde Gestank von verkohltem Menschenfleisch. Man roch es auf den Straßen, in den Häusern, sogar auf den Treppen der Kirche. In wenigen Augenblicken hatte das von den Südländern entfachte Feuer nahezu den gesamten Hafen verschlungen und fing bereits an, auf das Handwerkerviertel überzugreifen. Und als alle Kisten und Fässer verbrannt waren, griff es auf die Kaserne über.
Die Wache, unterstützt von Freiwilligen, kämpfte tapfer gegen die Flammen an. Aber es waren zu wenige, um es aufzuhalten. Und dann, als der Wind die Flammen, die bereits die Altstadt erreicht hatten, für einen Moment in eine andere Richtung trieb, da sah ich ihn auf den Zinnen stehen. Ich sah Mandes. Ein Mörder. Die sterbende Stadt zu seinen Füßen. In einer kühnen Siegerpose hielt er seine Fackel in die Höhe und bewunderte sein Werk der Zerstörung. Bei Innos, wenn ich eine Armbrust bei mir gehabt hätte, dann hätte dieses Monster bekommen, was es verdient hat. Hört man eigentlich von Mandes? Ist nicht irgendeine spätere Quest noch darauf bezogen? Hallo Marvin K., hallo Johannes. Also auf diesen Mandes, hat er nicht so einen Nachfahre oder so hier in Acholos? Oder vertausche ich da gerade was? Was ist los? Jo, und Chapter 3. Ah, okay. Ja, gut. Weil der Name hat mir irgendwas gesagt. Ist das jetzt mein neuer Titel, Mr. Quizmaster? Ach, ein Tabakstängel hat er sich gegönnt hier, der gute Mann. Stadt in Flammen, Band 2. Man sagt, wahre Freunde erkennt man in der Not. Vor gar nicht langer Zeit wäre mir jeder Grund recht gewesen, diesen Mistkerl Adelard und seine zerlumpte Bande hinter Gitter zu bringen. Doch heute standen sie uns Seite an Seite bei. Nach Stunden des Kampfes gegen die Elemente gelang es uns, der Flammen Herr zu werden. Die Südländer wurden entweder getötet oder gefangen genommen. Ihr Anführer verschwand jedoch spurlos. Einige wollen gesehen haben, wie sich Mandes selbst in die Flammen stürzte, um der unvermeidlichen Schlinge zu entgehen. Andere behaupten, sie selbst hätten ihn gerichtet, aber vergessen, wo seine Leiche zu finden wäre. Und dann gab es noch diejenigen, die einfach beliebige Südländer zu mir brachten und Wagenladungen voll Gold für sie verlangten. Welches Schicksal Mandes auch ereilt haben mag, seine Worte gingen tief in das Blut seiner Leute über, wie das Gift einer Blutfliege. Als meine Leute die gefangenen Südländer zum Schafott führten, sah ich in ihren Augen weder Angst noch Bedauern, sondern Wut, reine, flammende Wut. Ich weiß nicht wann oder wie, aber früher oder später werden diese Barbaren wieder zu den Waffen greifen und dieses Mal müssen wir darauf vorbereitet sein. Ja, Marvin, ich habe es zwar schon mehrmals erklärt heute, aber ich war traurig, dass ich Malak und Malet und Edgor und Engrom vertauscht habe. Und hallo, Monty Mick. Hallo, Fremder. Was führt dich zu mir? Ich bin nur zufällig hier. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Wenn du mir etwas mitzuteilen hast, fass dich kurz. Ich bin sehr beschäftigt. Ich schlafe in voller Rüstung. Whistler ist auch nicht Fisk. Alter, Whistler und Fisk habe ich die ganze Zeit vertauscht bei Dulina Zombie. Aber das lag auch oft daran, dass ich das abends noch irgendwann aufgenommen habe. Da war ich schon ein bisschen verklatscht. Auch nach den Streams und so. Aber ja, das wirst du noch oft erleben, Brother Tobias. Wer bist du? Mein Name ist Roderich und ich bin der Kommandant der Stadtwache in der Stadt Acholos. Außerdem bin ich Mitglied im Stadtrat. Kannst du mir etwas über die Stadtwache erzählen? Die Geschichte der Stadtwache auf Acholos ist eng verbunden mit dem ersten Auftreten der Nutana auf der Insel. Ich werde dich jedoch nicht mit Daten und historischen Details langweilen. Wie im übrigen Königreich sind wir für die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Durchsetzung königlicher Erlasse und die Verteidigung der Insel im Falle einer Invasion zuständig. Was die Stadtwache auf Acholos auszeichnet, ist die Aufteilung in Spezialtrupps von Schwertkämpfern und Armbrustschützen. Diese Tradition wurde vor vielen Jahren aufgrund von Mängeln bei der Ausrüstung und der Ausbildung aufgegeben, aber ich arbeite hart daran, sie wieder einzuführen. Hallo Ressa übrigens, der Mann mit dem Schraubenschlüssel ist da. Hallo Mettbrötchen. Das Quiz hat dir nicht gefallen, Metteler. Also,
Ich finde, Umut macht das eigentlich ganz gut, ne? Ansonsten, ja, wenn man das erstmal bei dem Quiz ist, vielleicht war der eine oder andere auch ein bisschen nervös, ne? Und war deshalb, brauchte ein bisschen länger, ja, ich weiß nicht. Manche Fragen waren ja auch vielleicht nicht so einfach für alle, die jetzt nicht tagtäglich fast Gothic spielen, ne? Was ich auch geil finde, dass man Permabunny direkt nutzen kann, ohne dass es die LP-Kosten erhöht. Ja, Clark, das ist mega gut. Das macht immer auch das Spiel viel einfacher. Du bist also für die Stadt zuständig, hm? Weit gefehlt, Junge. Ich bin der Kommandant der Stadtwache, aber wie die anderen Mitglieder des Stadtrats unterstehe ich Statthalter Morris. Er ist der direkte Vertreter der königlichen Autorität auf Acholos. Er und die anderen Ratsmitglieder sind für die Festlegung neuer Vorschriften, die Verwaltung der Stadtkasse und die gesamte Bürokratie zuständig. Sie residieren im Rathaus in der Altstadt, werden aber kaum Besucher empfangen. Die Verwaltung einer so großen Insel ist mit viel Arbeit und noch mehr Verantwortung verbunden. Ja, Kleptomane finde ich auch. Den Jorgensohn mag ich auch nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich ihn nicht leiden. Ist nur eine Momentaufnahme. Dennoch gibt's Besseres, so wie es klang. Ja, ist halt am Ende des Tages Geschmackssache mittlerweile, ne? Weißt du, viele denken sich ja auch so, warum guckt man so einen Scheiß wie das hier, ne? Warum guckt man jemanden an, der ein Spiel spielt und einen dummen Mist labert? Gefällt auch nicht jedem. Man kann es nicht jedem recht machen. Was kannst du mir über den König erzählen? Unser gnädiger König Robert II. Ist ein guter Herrscher. Er führt uns zum Sieg im Krieg gegen diese verfluchten Orks. Viele Leute verfluchen ihn und damit auch uns, die Stadtwachen, für all diese strengen Gesetze und Steuern. Aber ich sage wie eines, ohne diese Opfer hätte Myrtana vielleicht schon längst aufgehört zu existieren. Der Sieg erfordert Beharrlichkeit. Ja, und Mettbrötchen, ne, Acholos, ist schon eine Wucht, ne? Ist schon gut, ne? Und hallo, Gingrim. Ja, Yoga Bear, das hat mir auch gefallen, diese Vielfalt an verschiedenen Fragen und sowas, das war echt gut gemacht. Das hat Umut unserem Team schon sich schön überlegt. Ich glaube, ich kann hier noch gar nicht viel machen, weil ich erstmal in die Taverne muss, ne? Im Hafenviertel. Was für ein Quiz. Umut RRE, der macht ja auch hier bei X-Verse Gothic mit und der hat auf Twitch immer mal wieder in regelmäßigen Abständen so ein Gothic-Quiz, wo verschiedene Gothic-Fragen gestellt werden und da war ich gestern auch mit Evil 7 zu Gast. Kannst du dir auch angucken, ich habe vorhin noch ein Community-Hub Video verlinkt, Umut hat das schon hochgeladen auf seinem Kanal. Was machst du? Das gleiche wie jede Wache, außer dass ich irgendwie immer den Wachdienst am Kerker bekomme. Man kann davon noch wahnsinnig werden, immer in der Nähe solcher Mistkerle zu sein. Aber was will man machen? Ja, was will man machen, ne? Kannst du nichts machen. Mein Verbrechen wurde gemeldet, natürlich. Ressa ist auch wieder frech heute, ne? Wir sollten dich umbenennen in Frecher. Machst du auch mal eine Frage für das Quiz? Habe ich schon. Ich habe eine Frage schon mal gemacht für irgendein Quiz. Was muss ich tun, um mich der Stadtwache anzuschließen? Ich bin froh, dass du fragst. In letzter Zeit wollen nur sehr wenige Neulinge bei uns mitmachen. Geh zur Kaserne und sprich mit Roderich. Er wird dir alles Nötige erklären. Wie geht's? Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich den Söldnern anschließen. Sie scheinen anständige Leute zu sein. Geht zum Gefangenen. Wie geht's? Ja? Ja, anscheinend nichts. So, wo bin ich denn hier jetzt gerade? Erstmal muss ich mich hier wieder in der Stadt
zurechtfinden. Herumtreiber. So, das hier ist der Stand der Arxus-Gilde. Hier sind auch eigentlich noch ein paar Händler. Was hattest du denn da drin zu suchen, ha? Chill mal. Achso, hier ist das Museum. Schön. Das ist auch sehr schön, das nehmen wir mal mit. Das liegt ja hier einfach so rum. Ja, Forsben, die Stadt ist wirklich wunderschön. Generell steckt hier einfach so viel Liebe zum Detail drin. Was suchst du hier? Geh! Kluges Kerlchen. Oh Mann, ey. Warum gibt es kein Wurst-Emoji? Natürlich gibt es ein Wurst-Emoji. Das ist eine Hand, die eine Wurst reicht. Nehmet die Wurst an. Möge die Wurst mit euch sein. Moment mal, wo willst du denn hin? Na, da durch. Kein Durchgang. Lass mich zufrieden. Oh, die Stadt ist echt schön, ey. Zack. Was gibt's denn hier oben Schönes? Ist hier einfach Ende der Welt oder was? Ein Lederbeutel. Gibt's hier oben irgendwas? Jo, die Nordmar-Rüstung, die hatte ich auch am Ende von meinem Run, Ari. Die ist richtig geil. Da oben steht ein Typ, ehrlich? Wo ist ein Typ? Erinnerst du dich noch an diesen brutal krassen Dolch, bei der den Feuerwachen am Strand war? Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Aber hier ist echt ein Typ, ich hab den nie gefunden, wenn der hier ist. Jetzt will ich dir wissen, war das wirklich hier oder war das woanders? Der sagt nur random shit, ja, das will ich jetzt hören. Hey, das ist ja hier voll die Abkürzung zu diesem Ort mit den Trollen hier. Crazy. Das war mir gar nicht so bewusst, dass man so schnell dahin kommen kann. Ja, ich glaube, wenn der Typ hier wäre, dann hätte ich den aber schon irgendwo gesehen, oder?
Typen kann man jetzt schlecht übersehen eigentlich. Also Peter, wir hatten kein Random Encounter. Wir waren noch ein bisschen vor der Stadt unterwegs und dann auch wieder in der Stadt. Ob ich den Sprung überlebe? Easy. Nice, hier ist ja was versteckt. Verlangsamen. Holz für die Waffenherstellung. Schön, schön. Der ist auf der anderen Seite der Stadt, der Typ, okay. Dann müssen wir da mal auch irgendwann hoch. Ach, guck mal, hier ist dieser versoffene Stadtführer. Oh, wo soll's hingehen? Bring mich. Zur klagenden Sirene. Auf geht's. Ja, Dolina Zombie lässt grüßen. Warte mal. Bist du mal auf das Schiff geklettert in der Werft? Ja, ich habe viel in der Stadt erkundet, aber ich habe ja auch schon viel vergessen. Das ist ja auch 1,5 Jahre schon her, ne? Oh, Sprung hat er noch drauf. Du siehst aus, als wärst du neu hier. Ich sag dir mal was, ohne eine eigene Bleibe bist du hier in der Stadt gar nichts. Du kannst einen Berg von Gold haben. Solange du in Gasthäusern oder auf der Straße schläfst, kannst du dich unter den wichtigen Persönlichkeiten der Stadt nicht blicken lassen. Aber heute ist dein Glückstag. Ich laufe heute noch auf See aus. Ich weiß nicht, ob und wann ich in diese majestätische Stadt zurückkehre, daher habe ich beschlossen, mein Haus zu verkaufen. Der Preis ist ein Schnäppchen. Für 150 Gold überlasse ich dir die Urkunde für mein Haus direkt am Fischmarkt. Was sagst du dazu? Ich soll ein Haus kaufen, ohne es vorher zu besichtigen? Was gibt's da zu besichtigen? Ein Haus ist ein Haus, das Wichtigste ist doch, dass es im besten Viertel der Stadt gelegen ist. Moin, Mr. Sweet, und Dankeschön. Ich wittere hier Betrug. Ich wittere hier Betrug. Dein Pech, Kumpel. Komm nicht wieder angekrochen, wenn du nass und frierend in der Gosse liegst. Und hallo, Chris. Warte mal. Wie klingt das? Oder willst du doch auf der Straße leben? Ist die jetzt fehlgeschlagen? Warte mal. Wie klingt das? Oder willst du doch auf der Straße leben? Schade. Naja, auf jeden Fall, die Immobilie, das ist schon eine ganz witzige Quest. Ne? Falls ihr mal Acholor spielt, dann macht das unbedingt. Da bin ich bei meinem ersten Mal auch drauf reingefallen. Wo ist eigentlich jetzt mein... Oh. Der liegt da vorne. Da lasse ich mal kurz schlafen. Aber er ist angekommen. Wacht auf. Wacht auf. Tag für Tag keimt die südliche Seuche in unserer Stadt. Es sind Fremde, die unseren Glauben, unsere Kultur und unsere Tradition nicht verstehen. Diese skrupellosen Barbaren haben vor nicht allzu langer Zeit unsere Jungs an der Front ermordet. Und heute verteilt Morris Gold, gibt ihnen Arbeit und baut Häuser für sie, ohne ersichtlichen Grund. Wo ist das Gesetz? Wo ist die Gerechtigkeit? Wo die Obrigkeit versagt, muss das Volk die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und Zensu, Dankeschön für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett.
Auf dem Baum gibt es was Gutes zu holen. Dann muss ich da wohl noch hochklettern. Da oben auf dem Baum. Hä? Ich hab gerade eine Harpie gehört. Ah ja, stimmt. Jemand hatte hier eine Harpie, ne? Ich dachte, ich könnte auf diesen Ast hoch. Los. Ich will sehen, was da ist. Ja, Zenso freut mich, dass du gut ankommst, ne? Silberne Schale? Ich sehe nichts. Noxal. Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht kann man es ja nur von einer bestimmten Seite sehen. Na ja, gut, dann müssen wir über Ottmar Bescheid sagen. Das war doch klar. Ist meine Wurst, Bruder. Ja, die Meldungen funktionieren mal wieder perfekt. Die kommen auch gar nicht verzögert. Alter, richtig viel zu essen hier. Ja, können wir später noch versuchen, Ochse. Wer bist du? Junge, du bist in einer Hafentaverne. Wer könnte die Frau hinter dem Tresen wohl sein? Ich bin die Gastwirtin und man nennt mich Helga. Du befindest dich in meiner Taverne zur Clan den Sirene. Warum dieser Name? Oh, so hat mein Vater sie genannt. Offenbar war es zu Ehren meiner Mutter. Aber ich habe nicht nach Details gefragt. Kurt hat mich geschickt. Ich bin sein Neffe. Mein Onkel hat mir gesagt, ich soll mit dir reden, wenn ich in der Stadt bin. Ich kann mich nicht erinnern, dass Kurt einen Neffen hatte. Lass mich dich mal ansehen. Im Gesicht erkenne ich aber tatsächlich eine leichte Ähnlichkeit zu dem alten Glücksspieler. Ich bin nicht von hier. Ich bin erst kürzlich auf Achrolus angekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass du mich austricksen willst und wenn du es versuchst, zahle ich es dir heim. Okay, was willst du? Angenommen, jemand, der mir nahe steht, wird vermisst. Was ist deiner Meinung nach der beste Ort, um mit der Suche zu beginnen? Ein Vermisster? Wenn du nicht vorhast, die ganze Stadt auf eigene Faust zu durchsuchen, fallen mir zwei Organisationen ein, die dir helfen können. Die Stadtwache und die Händlergilde. Die erste befasst sich mit allen Verbrechen und Problemen der Bürger auf der Insel. Wenn du Roderich dein Problem meldest, kann er dir vielleicht irgendwie helfen. Und... dass du kein Bürger bist, macht die Sache nicht gerade einfacher. Die aktuelle Lage auf der Insel ist nicht ideal und der Kommandant möchte wahrscheinlich keine Männer von der Straße abziehen, um nach einem Fremden zu suchen. Die Händlergilde Arazos hat ein umfangreiches Netzwerk an Kontakten und ist dafür bekannt, schwierige Aufgaben zu übernehmen. Einer von Lorenzos Jägern wird dir sicher einen Rat geben können. Gildenmitglieder arbeiten allerdings nicht umsonst. Für ihre Dienste zu bezahlen, könnte deine Möglichkeiten übersteigen. Moin, endlich wieder eine zusätzliche Freude auf den Feierabend. Liebe deinen Content und die Stimme hinter den Videos. David Wünsch, danke für die netten Worte. Freut mich, dass es gut ankommt. Willkommen in der Runde. Was soll ich also tun? Wenn Kurt es noch nicht geschafft hat, das Vermögen zu bekommen, von dem er träumt, und du selbst nicht ein paar tausend Goldstücke in der Tasche hast, um die Suche zu finanzieren, dann empfehle ich dir, dich einer dieser Organisationen anzuschließen. Als Mitglied einer solchen Organisation würden sich dir sicherlich viele Türen öffnen. Du hättest ein Dach über dem Kopf, ein paar Goldstücke als Lohn und könntest sicher um den ein oder anderen Gefallen bitten. Bedenke nur, dass die beiden Organisationen seit der Beschlagnahmung der Händlerflotte eine ziemlich angespannte Beziehung haben. Ich bin gerade in der Stadt angekommen. Hast du einen Rat für mich?
Die meisten Einwohner sind fremd nicht wohlgesonnen. Vor allem jetzt nicht, wo jeden Tag mehr von ihnen kommen. Versuche Arbeit zu finden und die Bürgerschaft zu erhalten. Wenn du ein regelmäßiges Einkommen und ein Dokument hast, das dich als Einheimischen ausweist, werden dich alle anders behandeln. Was die Bürgerschaft angeht, wendest du dich am besten an den Schreiber Mate. Er beschäftigt sich mit solchen Dingen. Sein Büro liegt gegenüber der Händlergilde und ist kaum zu übersehen. Okay. Ich komme mit einem Angebot. Mit einem Angebot, sagst du? Warum trinkst du nicht erst etwas? Ein kaltes Bier für 10 Goldstücke? Ich habe keine Lust. Können wir über das Geschäftliche reden? Dann habe ich keine Lust, Geschäfte zu machen. Mal ganz im Ernst, ich habe keine Zeit für Unsinn. Ich komme mit einem interessanten Angebot. Und ich habe keine Lust, mir das anzuhören. Kaufst du etwas? Aber das reicht jetzt. Wir werden nicht mehr darüber reden. Okay, ich bin mal gespannt, was der Typ denn dazu sagt. Ich brauche Informationen. Die erste Information ist kostenlos. Der Rest kostet jeweils 10 Goldstücke. Das ist zu teuer. Wie wäre es mit 5 Goldstücken? 6 Goldstücke, weit darunter gehe ich nicht. Na gut. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Hast du Ideen, wie ich Gold verdienen könnte? Meiner Meinung nach hast du 3 akzeptable Lösungen. Die erste, du stellst dich bei einem der Meister an und tust alles, was er verlangt, während du das Handwerk lernst. Um ein Lehrling zu werden, musst du zunächst ein Bürger der Stadt Acholos sein. Die andere Möglichkeit ist, dich an den Anschlagtafeln in der Stadt umzusehen. Dort findest du Kopfgelder und Jagdaufträge für Bestien. Wenn du dich dabei nicht töten lässt, kannst du eine ordentliche Menge Gold verdienen. Damit bleibt nur noch eine letzte Möglichkeit. In der Mitte des Armenviertels gibt es ein großes Lagerhaus. Alena organisiert dort abends Kämpfe, bei denen du eine Menge Gold und andere Wertgegenstände gewinnen kannst. Die Information, dass die Informationen Gold kosten, war kostenlos. Das stimmt. Spielst du Gothic nur auf PC oder hast du auch schon die Version auf der Switch gespielt? Die Versionen? Gibt es schon mehrere Versionen? Gibt es nicht nur Gothic 1? Aber ich habe keine Switch und ich habe auch nicht vor, mir eine zu kaufen. Also ich bin nicht so der Switch-Spieler, von daher nur auf PC. Ich brauche Informationen. Frag, was immer du willst. Ich brauche Empfehlungen für die Bürgerschaft. Kannst du mir helfen? Da fallen mir zuerst Leon und Kuno ein. Sie sind in der Stadt sehr angesehen, also würde Matti ihre Empfehlungen sicher akzeptieren. Du findest sie auf dem Marktplatz, dort spielen sie oft Schach. Während du dort bist, kannst du Thomas besuchen. Obwohl Acholos für seine Weine berühmt ist, hat dieser Mann mit dem Verkauf von Bier ein hübsches Vermögen gemacht. Die Unterstützung von jemandem wie ihm wird dir auf jeden Fall helfen. Frieda hat ihren Laden auch in der Nähe seiner Brauerei. Normalerweise kümmern sich Handwerksmeister allerdings nicht um Fragen der Bürgerschaft. Aber da sie diese Position bereits innehatte, bevor sie den Laden von ihrem Mann übernahm, nachdem er an die Front gegangen ist, war es Marti, der ihr beides überließ. Wenn du aber lieber am Hafen bleiben willst, Ramona hat in letzter Zeit viel Wirbel gemacht. Es sieht so aus, als könnte sie im Moment etwas Hilfe gebrauchen. Das könnte eine Gelegenheit für dich sein, dir ihren Respekt zu verdienen. Ramona ist eine einflussreiche Frau und Matti wird eine Empfehlung von ihr anerkennen. Wenn du dich bereits im Hafen herumtreibst, halte in der Werft Ausschau nach Ruth. Sie sind zwar nicht eng befreundet, aber Matti und er kennen sie schon seit vielen Jahren. Matti wird eine Empfehlung von ihm sicher anerkennen. Zu guter Letzt bleibt noch Tengral übrig. Er ist einer der Feuermagier. Du findest ihn in der Kirche, aber ich persönlich habe keine Ahnung, was du tun könntest, um seinen Respekt zu verdienen. Okay. Jetzt können wir auch uns der Bürgerschaft zuwenden. Hatte ich nicht noch ein Rezept eigentlich, was ich noch lesen musste? Wie schaffst du das nun? Verstehe. Saftiger Fisch in einem krossen Teig. Ein einfaches und köstliches Gericht. Was hast du anzubieten? Räudige Hafenmädchen und eine kostenlose Tracht Prügel vom örtlichen Schläger. Aber mal im Ernst. Das Übliche. Rum, Bier oder etwas zu essen, um den Körper aufzumuntern. Ja, wir können jetzt viele böse Dinge tun. Gute Restepastete.
Jo, David, wünsche ich, hoffe mal für die Switch-Player, dass sie eine bessere Version von Gothic 2 bekommen als von Gothic 1. Ne? Das würde mich nicht überraschen. Verstehe. Eine Suppe zu kochen ist die beste Methode, um Lebensmittelreste zu verwerten. Verstehe. Niemand möchte genau wissen, welche Reste bei der Zubereitung dieser Pastete verwendet wurden. Dennoch ist sie bei Hunger ein Genuss. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hey, du. Hey, du da. Was willst du, Rotzlöffel? Lasst euch nicht stören. Na klar. Und jetzt verschwinde. Hä? Hey, was ist los? Das gleiche wie immer, trinken, jammern und rumsitzen. Ein Typ wie jeder andere. Wird dir dieses Leben nicht langweilig? Weißt du, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe warmes Essen, ein Glas kaltes Bier und meine Kumpels Arnold und Micke sind bei mir. Warum hast du deine Arbeit gekündigt? Ich würde eher sagen, dass es die Arbeit war, der mir gekündigt hat, oder genauer gesagt, die verdammten Veränderungen bei den Mitarbeitern im letzten Sommer. Ich habe meine Arbeit verloren, aber Steuern sind weiterhin fällig, so ist es eben. Wenigstens war Mikkel so nett, mich bei ihm aufzunehmen. Warum suchst du dir nicht eine andere Arbeit? Ich habe es nicht eilig. Vielleicht werde ich eines Tages, finde ich, vielleicht auch nicht. So lässt es sich auch leben. Ja, Ari, aber da stand ja beliebiges Fleisch, ne? Und ob es dann Rattenfleisch ist oder irgendwas anderes, ist ja dann auch egal. Ja, mit Brötchen, geht, glaube ich, den meisten so, aber genau darum ging es dann bei diesem Run, einfach mal die Dialogoptionen zu wählen, die vielleicht ein bisschen egoistischer sind und vielleicht nicht die erste Wahl sonst wären, ne? Vielleicht verbaut man sich hier und da mit was, aber man hört auf jeden Fall neue Dialoge, ne? Hallo, wie geht es dir? Großartig, absolut großartig. Alanos sei mein Zeuge, aber dieses Land geht den Bach runter. Was ist los? Der König kümmert sich einen Dreck um uns. Die Steuern, die er dieser Stadt aufbürdet, sind ein totaler Beschiss. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Vor einem Monat konnte ich mir noch 2 Gläser Bier pro Tag leisten. Heute nur noch 1. Einen Monat später muss ich mir Arbeit suchen. Wo soll das noch hinführen? Echt? Es gibt doch nichts Besseres als tragische Nachrichten. Ganz genau. Anständig bezahlte Arbeit zu finden wird immer schwieriger, denn jeder stellt lieber billig Leute von den südlichen Inseln ein. Hey! Er erzählt alles weiter. Hey, was machst du hier? Ich trinke Hundepisse, weil sie in diesem Rattenloch nichts anderes anbieten. Was zum Teufel interessiert dich das, Penner? Lass es dir schmecken. Was murmelst du da? Nichts, nichts. Ich will dich nicht stören. Wie geht's? Anstatt mir ins Ohr zu faseln, mach dich nützlich und bring mir ein oder 2 Schnäpse. Mach flott, oder ich werde ungemütlich. Wünschte, ich hätte öfter die "Ich werde dich jetzt zusammenschlagen" Antwortmöglichkeit. Das hat er wirklich nicht verdient. Ja, Gaming, aber du hörst andere Dialoge, ne? Dialoge, die du sonst nicht hören würdest. Das ist doch auch mal interessant. Und ich habe ja gesagt, dass ich Acholos irgendwann nochmal spielen werde, wenn diese Mod of the Decade Edition rauskommt, ne? Von daher, ich finde, man braucht das auch nicht so eng sehen. Auch immer dieses, du musst alles mitnehmen, du musst alles in der richtigen Reihenfolge machen und so. So spiele ich schon lange nicht mehr. Das ist mir einfach zu anstrengend. Boah, die Stadt ist schon der Wahnsinn, ey. Die ist so schön. Tja, dass ich das überlebt habe, war auch ein Wunder. Ja, weil das ja auch, ne? Aber guck mal, selbst bei Returning, wo es Sinn macht, Min-Max zu machen, da brauchst du es nicht zwangsläufig, zumindest nicht auf einem normalen
Schwierigkeitsgrad, ne? So, da weiß man ja gar nicht, wo man jetzt anfangen soll hier. Ist alles so. Können wir erstmal zu diesem Mathe laufen. Die dunklen Geheimnisse sind das Einzige, was es sich lohnt, in dieser Stadt zu erkunden. Und wenn du sie entdeckst, bekommst du eine wundervolle Belohnung. Wer erzählt denn sowas? Volkers Mann. Hey du! Ein neuer Kunde? Was brauchst du? Was machst du hier? Ich schmiede Werkzeuge, Tür- und Gitterbeschläge, fasste Augen. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich will dich nicht langweilen. Arbeitest du hier allein? Ja, und ich muss sagen, ich fahre ziemlich gut damit. Wenigstens muss ich niemandem hinterher räumen. Meine Werkzeuge und Materialien bleiben an ihrem Ort und in meiner Schmiede liegen keine leeren Flaschen oder Stängelreste herum. Mit meinem vorherigen Lehrling gab es nur Probleme. Ja, natürlich habe ich Marvin schon mal angemacht. Ich mache ja auch meine Thumbnails mit der Freecam. Und sogar heute im Stream, weil wir den Herold getötet haben. Damit er nicht immer dazwischen quatscht. Zeig mir deine Ware. Sieh dich um. Ich find's gut, dass ich umsonst seinen Rohstein mitnehmen darf. Diese Symboliken hatten noch auch was zu bedeuten hier, ne? Das war später für eine Quest, glaube ich. Hallo Katuran, was geht? Naja, es war eigentlich über die Cheat-Konsole. Wir konnten ihn nicht umbringen, weil er unbesiegbar ist. Aber ich wollte, dass er die Schnauze hält. Gib mir den Ring. Vergiss es. Das ist nicht sehr nett. Junge, der ist ja direkt tot. Weiß einer, wie man in Gothic 1 die Kamera, wenn man seine Waffe gezogen hat, schneller machen kann? Die Kamera schneller machen? Ring des Mutes. Hallo Kay. Meinst du, dass du mit der Maus dich schnell drehen kannst? Ja, ich weiß, was du meinst. Das Problem kenne ich. Man dreht sich wirklich sehr lahmarschig. Werter Herr, kannst du mir helfen? Es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Wie schade. Ich werde irgendwie zurechtkommen. Also meine Mausempfindlichkeit ist auch schon sehr hoch eingestellt und trotzdem geht das bei Dolina Zombie irgendwie nicht. Aber das hatte ich sonst bei Gothic 1 nicht. Also nur bei der Mod irgendwie, ich weiß es nicht. Hey, weißt du, was für ein Ort das hier ist? Mein Freund, das ist die Gosse. Neulinge geraten hier schnell in Schwierigkeiten. Bettler und Verbrecher an jeder Ecke. Manche sind sogar gute Freunde von mir. Für eine bescheidene Spende kann ich mit ihnen reden. Dann werden sie dir kein Haar krümmen. Ich komme alleine klar. Wie du willst. Beim nächsten Mal werde ich nicht so freundlich sein. Ja, ja, ja. Hey.
Wie geht's? Hau ab. Du störst mich. Okay. Ja, also Xardas Dolina Zombie gibt's bei Steam, bei Spine und halt normal über den WoG-Download halt, ne? Für die manuelle Installation. Du kommst auch nicht von hier, oder? Was kümmert's dich? Ruhig, ruhig. Man sieht es einfach. Du bewegst dich anders, dein Hautton ist anders und irgendwie ist dein Blick auch anders. Zufälligerweise bin ich auch nicht von hier. Mein Name ist Gard und ich komme aus Nordmar. Ich könnte Hilfe von jemandem gebrauchen, der nicht unbedingt von hier ist, aber die Gegend kennt. Was brauchst du? Spürst du auch diese Hitze? Ich fühle mich buchstäblich wie der Mohlrett in der Pfanne. Die ganze Stadt stinkt, überall sind Menschen. Ich brauche einen ruhigen und kühlen Ort. Hast du eine Idee, wo ich hingehen könnte? Ich habe eine Karte dabei, du könntest mir einen guten Ort zeigen. Wenn es mir dort gefällt, habe ich eine ganz besondere Belohnung für dich. Also Joey, ich kenne das nur aus der Mod, das Problem. Ich habe ja auch schon viele Gothic 1 Challenge Runs gemacht und da habe ich auch, wenn ich laufe, mit der Maus gesteuert und da hatte ich das Problem irgendwie nicht, ne? Nordmar, kannst du mir etwas über diesen Ort erzählen? Wir könnten stundenlang darüber reden. Es ist wahrscheinlich der schönste Ort im ganzen Königreich. Schneebedeckte Gipfel, mächtige Bäume, verschlungene Bergpfade und gemütliche Siedlungen, die sich inmitten dieser eisigen Wildnis befinden. Aus Nordmar kommen die stärksten Krieger und die besten Schmiede. In den großen Öfen von Nordmar werden sowohl Eisen als auch Erz geschmolzen und daraus werden Waffen geschmiedet, die unverwüstlicher sind als Steingolems. Aber nichts kann ausdrücken, wie man sich fühlt, wenn man diese frische, kalte Luft atmet. Wenn du jemals die Gelegenheit hast, solltest du diesen Ort besuchen. Wenn es dir auf Acholos so schlecht geht, warum bist du dann hier? Ich möchte nicht darüber reden. Sagen wir einfach, ich habe leichtsinnig gehandelt und mir einige Feinde in meiner Heimat gemacht. Ich hatte die Wahl zwischen dem Tod oder einer kleinen Expedition. Wie du siehst, habe ich mich für die zweite Option entschieden. Aber jetzt frage ich mich, ob der Tod durch die Axt nicht besser wäre als diese Hitze. Ja, mal gucken. Letztes Mal habe ich ihn, glaube ich, zur Wolfshöhle geschickt. Lass mich nachdenken. Vielleicht die Nebelmarschen. Nebelmarschen? Das klingt wie der letzte Ort, an dem jemand mit gesundem Menschenverstand leben möchte. Diese Sümpfe sind völlig menschenleer. Es gibt dort auch nicht viele Tiere und morgens liegt ein dichter Nebel über dem Wasser. Es ist nicht so warm wie auf dem Rest der Insel. Ich denke, dieser Ort könnte dir gefallen. Wenn du es so ausdrückst, klingt es tatsächlich interessant. Ich schaue mir das Ganze mal an. Komm bald zu mir, dann sehen wir es uns an. Ja, Joey, ich laufe aber oft mit gezogener Waffe da rum in Gothic 1, weil manchmal hilft das ja auch. Ich habe ja schon oft diesen Trick benutzt, wo du dann zum Beispiel die Waffe ziehst und die Wachen so ablenkst und dann durch das Tor kommst und so. Und da ist es mir nie aufgefallen. Aber bei Dolina Zombie habe ich das ja immer, wenn ich den Bogen benutze und da habe ich ja die manuelle Zielung. das manuelle Zielen habe ich da drin, das freie Zielen und ja, da fällt es mir besonders negativ auf. Da steuere ich ja immer mit, den Pfeiltasten schon in Kombination, beziehungsweise mit WASD in Kombination mit der Maus und das ist alles ein bisschen mühselig da. Innosse, goldene Innosse für alle. Kaufe einen, der will einen weiteren. Junge, vielleicht möchtest du ein wenig von der göttlichen Kraft unseres Herrn in dein Haus bringen. Ich biete eine große Auswahl an Innos-Statuetten für jeden Goldbeutel. Wie er grinst. Ist das überhaupt legal? Junge, aber klar doch. Ich mache das schon seit fast 10 Jahren und bisher sind alle mit meinen Dienstleistungen zufrieden. Wenn es anders wäre, würde ich wohl kaum unter der Kirche selbst stehen, oder? Wie viel verlangst du für eine Figur? Das hängt von ihrer Größe und ihrem Material ab. Hier, sieh dir mein Angebot an. Lass uns handeln. Wahnsinn.
Wenn Innos in deinem Herzen ist, wirst du zurückkommen. Goldenen Adanos gibt's hier nicht. Hey! Verdammte Händler! Die wollen immer einen Profit machen. Unverschämtheit, Statuetten unseres Herrn des einen direkt vor der Kirche zu verkaufen. So ein Skandal! Was für eine Rüstung ist das? Woher kommst du denn, Junge? Ich bin ein königlicher Paladin und ich heiße Kandak. Hast du noch nie einen von uns gesehen? Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Ich komme von einer kleinen Insel und aus irgendeinem Grund wart ihr nicht scharf darauf, vorbeizuschauen. Dann war es nicht nötig. Wenn du etwas zu sagen hast, mach es kurz. Du hast meine Gebete unterbrochen. Du magst Acholos nicht? Wenn ich die Insel nicht mögen würde, wäre ich schon vor langer Zeit von einer Klippe gesprungen. Einige Orte hier sind wirklich charmant. Vor allem die Altstadt, die in einem wunderschönen Stil gebaut wurde. Wenn ich hier unter anderen Umständen gelandet wäre, würde ich wahrscheinlich den Rest der Insel genauso zu schätzen wissen. Unter anderen Umständen? Ich habe meinem Orden mein ganzes Leben lang treu gedient und das ist es, was ich in meinem Alter bekommen habe. Ein Nest, in dem ich meinen Lebensabend verbringen soll. Aber ich will dich nicht mit meinen Problemen belästigen. Kannst du mir etwas über die Paladine erzählen? Ich kann tagelang über uns reden und würde trotzdem nicht einmal die Hälfte der Themen ansprechen. Hast du so viel Zeit? Das Wesentliche ist genug für mich. Natürlich, warum seinen Horizont erweitern, wenn man sich auch mit ein paar oberflächlichen Informationen zufrieden geben kann? Nun, du solltest wissen, dass der Orden der Paladine vor vielen Jahren auf ein direktes Geheiß Innos gegründet wurde. Die Historiker streiten sich immer noch darüber, wer seinen göttlichen Willen in die Tat umgesetzt hat, aber es wird meist angenommen, dass es der Gründer des Königreichs Myrtana, Robert der Erste, war. Jedes Mitglied des Ordens muss ein reines Herz haben, tapfer und tugendhaft sein und bereit sein, sein Leben im Namen von Innos zu geben. Um den Willen unseres Herrn zu erfüllen, durchlaufen wir eine lange Ausbildung, in der wir lernen, wie man mit verschiedenen Waffen kämpft, vor allem mit Schwertern und wie man grundlegende Zauber anwendet. Was soll ich noch sagen? Für eine längere Geschichte, schon da hast du, wie du selbst gesagt hast, keine Zeit. Das reicht mir. Vielen Dank. Die gerade den Novizen gesehen und die Frau, die sich gegenseitig weggeschoben haben. Und hallo Impuls. Und Ari, ich finde gar nicht, dass das falsch aussieht. Ich finde das richtig geil. Paladin-Rüstung und Ritterrüstung ohne Helm, beziehungsweise ohne Kettenhaube, finde ich richtig schnieke. Aber so richtig. Ich kann das nicht mehr hören. Aha. Ein Lederbeutel. Heilige Schockwelle. Noch eine heilige Schockwelle. Da bin ich hier geschockt. Müsste dann nicht hier oben dieser Typ sein, den wir vorhin gesucht haben? Oder den ihr erwähnt habt. Jetzt will ich wissen, was es mit diesem Typen auf sich hat. Sieht so eher so aus, als wäre hier niemand, ne? Ich sehe keinen Typen. Wo ist der Typ? Das ist ja voll das riesige Gebiet hier.
Ja, Impuls, ey, das ist auch eine geile Kombination, ne? Armbrust, Zweihänder und dann die dicken Stadtwachenrüstung. Ist so eine vergessene oder Schlafschriftrolle, damit findet man den einfacher. Warum das denn? Müsste das nicht genauso gut funktionieren wie irgendwas anderes, was man anvisieren kann, quasi? Hä? War der Regen gerade da und dann wieder weg? Der Armbrust müsste man den doch genauso sehen. Ja, hier oben ist ja auch eigentlich Map-Ende schon, ne? Also ich kann schon verstehen, dass es hier leer ist. Wäre natürlich auch cool, wenn hier noch irgendwas wäre. Aber die Karte ist ja groß und detailliert genug. Das ist ja wirklich hier am Ende der Welt. Ach guck mal, hier sind wir wieder bei dieser Hütte. Da ist der Bär. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Naja, ich mal später nochmal gucken. Hallo, Spooky. Der ist mehr Richtung Stadt. Ja, wir können irgendwann nochmal da hochklettern. Könnt mich ja irgendwann nochmal dran erinnern. Das sind jetzt ja nicht solche wichtigen Sachen. Naja, liebe Leute, schade für die, die jetzt dazugekommen sind. Ich muss mich jetzt aber leider verabschieden. Deswegen habe ich ja heute schon um 15 Uhr angefangen. Nicht wundern, wenn ihr den Stream nachschauen wollt. Die ersten 10 Minuten hatte ich technische Probleme. Die haben sich ja auch eigentlich bis jetzt ganz halt durchweg hindurchgezogen. Ich habe ja immer auch dieses Anzeigeproblem mit der Auflösung. Ich hoffe, ich kriege das noch geregelt. Ansonsten habe ich immer den Retro-Look. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung aller Art. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und morgen, 15 Uhr, geht's dann weiter mit Acholos, aber da kann ich auch länger machen, ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's mal gut, ne? Tschüss.